im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung begrüße ich Sie herzlich hier bei uns im Haus zu einer Veranstaltung, die wir kurzfristig ins Programm genommen haben, weil langjährige Partner und Freunde der Arbeit in der Heinrich-Böll-Stiftung uns mitgeteilt haben, dass sie ein Buch veröffentlicht haben als Herausgeber. Und zwar Tobias Flessenkemper und Nicola Moll. Da wir beide schon lange kennen, haben wir gesagt, okay, obwohl die Heinrich-Böll-Stiftung am Zustandekommen dieses Buches gar nicht beteiligt war, möchten wir trotzdem die Gelegenheit nutzen, es hier bekannt zu machen, es vorzustellen, denen, die interessiert sind an der Region, insbesondere an Bosnien-Herzegowina, weil wir der Meinung sind, dass dieses Buch gerade für Leute, die sich für Bosnien interessieren, aber die komplizierte Gemengelage vielleicht manchmal nicht ganz durchschauen, ein toller Einstieg ist. Ich glaube sogar, dass es ein echtes Standardwerk werden kann. Und mehr dazu werden Sie gleich erfahren von unseren Gästen auf dem Panel. Wir haben viele Kooperationspartner für diese relativ kleine Veranstaltung, als da wären die Südosteuropa-Gesellschaft natürlich, die Humboldt-Universität und Traduki als Teil der S. Fischer-Stiftung, die sich besonders verdient gemacht haben, um die Bekanntmachung von Literatur aus der Region, auch hier in Deutschland. Außerdem ein wichtiger Partner ist das Centre International de Formation Européenne, auch ein wichtiger Partner, der in der Bildungsarbeit außerordentlich aktiv ist und insofern ganz viele Berührungspunkte auch mit uns, mit der Heinrich-Böll-Stiftung hat. Im Namen der Kooperationspartner wird Sie gleich noch Herr Voss von der Humboldt-Universität kurz begrüßen und dann das Mikro weiterreichen an die Moderatorin Hanna Stoitsch, die unsere Gäste vorstellen wird. Im Anschluss, das noch als kurze Information, haben wir ein paar Brezeln und ein bisschen alkoholfreie Getränke unten im Foyer aufgestellt, sodass Sie dann da unten noch ein bisschen weiter reden können, auch mit den Panelgästen, wenn Sie das Bedürfnis haben. Das schon mal vorab als Information. Aber jetzt geht's richtig los. Meine Damen und Herren, auch im Namen der Südosteuropa-Gesellschaft und der Humboldt-Universität darf ich Sie herzlich begrüßen. Ich bin sehr froh, bei dieser Veranstaltung und der Vorstellung des Buches von Tobias Flessenkemper und Nicola Moll dabei zu sein. Die Südosteuropa-Gesellschaft mit Sitz in München, aber mit 20 Filialen an wichtigen Universitätsstandorten, versteht sich als Mittlerorganisation zwischen Politik, Kultur und Wissenschaft und dem Public Understanding, aber auch zwischen Deutschland und Südosteuropa. Für Studierende bietet sie attraktive Möglichkeiten, Gelder für eigene wissenschaftliche Veranstaltungen einzuwerben und sich in der leider gut überschaubaren deutschsprachigen Südosteuropa-Szene zu vernetzen. Daher seien Sie alle eingeladen, den Newsletter der Gesellschaft zu abonnieren oder von Zeit zu Zeit die von ihr herausgegebene Fachzeitschrift Südosteuropa-Mitteilungen zu lesen. Die Situation des Westbalkans lässt sich an zwei Großereignissen der letzten Woche gut zusammenfassen. Einerseits die in Sofia erneut bekräftigte Zusage der Europäischen Union einer konkreten Beitrittsperspektive für den Westbalkan. Andererseits die osmanische Ohrfeige, für deren Verkündigung Erdogan sich Sarajevo als Bühne ausgesucht hat. Bosnien ist anscheinend Contested Zone unterschiedlicher geostrategischer Mental Maps und die klare Position Bosnien-Herzegowinas im unteren Drittel eines unausgesprochenen Rankings der 6 Westbalkanstaaten zeigt die Gefahr, dass die EU-Europäisierung nicht erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann. Zu schwach und einfallslos scheint das Commitment der EU zu Verfahren der Post-Dayton-Status quo, zu omnipräsent der ethnozentrische Hate Speech. Seit 2015 haben wir in der Südslawistik der Humboldt-Universität ein Netzwerk mit Universitäten aller Westbalkanstaaten gegründet. Und allein in diesem Sommersemester setzen wir 60 Mobilitäten als Incomings oder Outgoings um. Ich selbst bin im Januar und Juni 2017 zu Teaching Mobilities in Sarajevo gewesen. Als Ergebnis ausgedehnter Spritztouren durchs Land
kann ich als Linguist festhalten, dass die Linguistic Landscape, das heißt die Sichtbarkeit von Hierarchien mehrerer Sprachen oder Varietäten im öffentlichen Raum, wie sonst selten auf dem Balkan, von Vandalismus an Straßenschildern geprägt ist, in Form von überpindelten Sprachformen der jeweils nicht eigenen Gruppe, sei es Kyrillisch oder Lateinisch. Hinter dieser extrem abgeschwächten und rein symbolischen Form von Ethnic Cleansing steht ein massiv segregierendes Schulsystem und vor allem das politische System, das heute Abend Thema ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen im Namen von uns allen. Mein Name ist Hanna Stoic. Ich bin hier für das Literaturnetzwerk auf dieser Bühne und wir sind eine Initiative, die in diesem Jahr auch das 10-jährige Jubiläum seines Bestehens feiert. Und wir bemühen uns in erster Linie um Übersetzungsförderung zwischen dem südosteuropäischen Raum und dem deutschen Raum. So, ich danke sehr allen, die mich eingeladen haben, auf dieser Bühne mitzusitzen. So, der Esel nennt sich als Erster, glaube ich, heißt es im Deutschen. Und deswegen werde ich hier alphabetisch die Diskutanten auf dem Podium vorstellen. Adnan Cerimagic sitzt ganz zu meiner Linken. Ja. So, er ist seit letzten Sommer in Berlin und arbeitet in der Europäischen Stabilitätsinitiative. Das ist ein Think Tank, der sich mit Südosteuropa auseinandersetzt. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität in Graz studiert und dann später International Relations and Diplomacy am Europäischen College in Brügge. Er hat unter anderem auch für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Bosnien-Herzegowinas in Sarajevo und in Brüssel gearbeitet und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Erweiterung, die EU-Erweiterung, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und ja, ich glaube, jetzt habe ich alles genannt. Zu seiner Rechten sitzt Tobias Flessenkämper, der vielen von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein wird, denn er ist auch, ist auch ein Mitglied der Südosteuropa-Gesellschaft. Aber sonst ist er Politikwissenschaftler, arbeitet zu Fragen der europäischen Integration, Kultur und Sicherheitspolitik. Er ist Senior Fellow und Balkan Project Director beim Centre International de Formation Européenne in Nizza und er unterrichtet an der Universität zu Köln. Mitglied der Balkans in Europe Policy Advisory Group, 2012 bis 2013 Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, 2001 bis 2002 Experte und Berater der EU und der OSZE in Skopje und in Sarajevo. Und da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt während dieser deiner Tätigkeit, weil damals lebte auch ich in Sarajevo. Genau, und das sind nur einige der Stationen aus seinem Leben. Eine detailliertere Biografie finden Sie in dem schon erwähnten Buch. Und ganz zu meiner Rechten befindet sich Nicola Moll oder Dr. Nicola Moll, der 2002 in neuester Geschichte promoviert hat, der seit 2007 in Sarajevo lebt und eigentlich jetzt, wenn man sich das Podium von uns Vieren anschaut, der Einzige ist, der noch immer in Bosnien zu Hause ist. Er war in Sarajevo der stellvertretende Direktor des Kulturzentrums André Malraux und seitdem ist er freier Historiker. Ihn interessieren Nachkriegsprozesse in Bosnien-Herzegowina nach 1995 und auch in Westeuropa nach 1945. Und er ist interkultureller Trainer und Berater, sowohl für Nichtregierungsorganisationen als auch für Regierungen südosteuropäischer Länder und westeuropäischer Länder. Seine Schwerpunkte sind Erinnerungsarbeit, zivilgesellschaftliche Entwicklung und internationale Kooperation. Und noch zwei weitere Punkte aus seinem Leben. Er ist Mitgründer und Partner von Cross Border Factory und er ist Koordinator von Memory Lab, Trans-European Platform on History and Remembrance. Also ich glaube, in diesen wenigen abgelesenen Sätzen, habe ich auch gemacht, um nicht zu vergessen, kann man nur in aller Kürze schildern, was die Leute, die hier auf dem Podium sitzen, eigentlich gemacht haben, denn es ist bei Weitem viel mehr. Und ich werde Sie nur noch als Anmerkung auf dem Podium duzen, zumal ich Sie schon über so viele Jahre lang kenne.
Einmal hat mir jemand gesagt, also das sei ganz unhöflich und dann würde man so eine Distanz machen zum Publikum und wie auf dem Podium wären so eine Posse oder eine Gang. Das ist es gar nicht, sondern es ist nur allzu natürlich für mich, dass ich nach diesen vielen Jahren Freundschaft auch vor Publikum zu Ihnen du sage, jetzt zu diesem besonderen Anlass. Ich hoffe, das ist auch für das Publikum und für das Podium okay. Also vor wenigen Tagen fand ja in Sofia der Westbalkan-Gipfel statt. In diesem Jahr 2018, im Oktober, werden die Wahlen in Bosnien-Herzegowina sein. Und ich glaube, zu einem richtigen Zeitpunkt ist auch dieses Buch erschienen und wir dürfen es hier vor Ihnen vorstellen. Ich bitte daher Tobias Flessenkämper und Nicola Moll, dass Sie ein paar einleitende Worte zu diesem Titel sagen. Das politische System Bosnien-Herzegowinas, das Gudrun auch meinte, hat ja schon eigentlich etwas von einem Standardwerk zu Bosnien-Herzegowina. Ja, vielen Dank Hanna und vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind zu dieser Buchvorstellung und Diskussion zum Thema politisches System Bosnien-Herzegowina vor den Wahlen und natürlich auch, wie ist die Lage auf dem Westbalkan. Vielleicht mal ganz kurz, warum dieses Buch? Das Buch hat eine etwas längere Geschichte und zwar ist sie wirklich, als ich noch in Sarajevo gearbeitet habe für die Europäische Union, eine Idee entstanden, auch mit Partnern der Böll-Stiftung, nämlich dem Sarajevo Open Center. Damals war der Sascha Gavric und Damir Banovic, die angefangen haben zu überlegen, wie kann man politische Bildung verbessern. Und wir haben uns damals, und das ist jetzt schon wirklich 6 Jahre her, so lange dauert das manchmal, überlegt, es wäre vielleicht auch ganz gut, einen Aufsatz, den Sascha Gavric zusammen mit Solveig Richter, einer der Autorinnen des Buches, geschrieben hat, nämlich zu einer Einführung zum politischen System Bosnien-Herzegowinas. Denn was wir festgestellt haben, ist, dass viele Leute sich mit Bosnien-Herzegowina beschäftigen wollen, aber es fällt ihnen schwer, so einführende Texte zu finden. Man findet dann eben Texte von zum Beispiel der European Stability Initiative zu bestimmten politischen Themen, die gerade aktuell sind. Man findet vielleicht Empfehlungen früher noch von der International Crisis Group über ein ganz bestimmtes anderes Problem oder auch ganz spezifische Politikempfehlungen. Oder sei es die sogenannten Berichte der Europäischen Kommission, der Fortschrittsberichte. Das heißt, es entsteht so ein sehr diffuses Bild für jemanden, der sich damit befassen will und was dort passiert. Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass eben trotz der sehr großen Verbindung mit dem deutschsprachigen Raum dann sehr wenig an einführender Literatur auf Deutsch auch vorhanden ist. Sicherlich im historischen Bereich gibt es einiges, da wird Nicola sicherlich auch noch mal was zu sagen, aber so in aktueller politikwissenschaftlicher, fast schon Richtung Sachbuch gehender Einführung gab es eigentlich nichts. Und da waren wir sehr dankbar, dass der Verlag gesagt hat, der Springer Verlag, wir machen das mit euch. Und dann haben wir uns halt überlegt, als Autoren und Herausgeber, wie können wir vielleicht auch wegkommen, und das ist so ein bisschen das Ziel von diesem Buch, von einem sehr engen Blick auf das politische System von Bosnien-Herzegowina. Und also nicht nur über die Dayton-Friedensordnung, die natürlich ganz wichtig ist und auch deren Reform immer wieder ein Thema sein wird, auch heute, denke ich, aber auch mal zu schauen, den Versuch zu unternehmen, wie sieht es denn wirklich aus in Kultur und Bildung, wie sieht es aus in der Wirtschaft, ein Thema, das immer sehr wenig beleuchtet wird, und dazu vielleicht auch noch ein paar andere, mehr so generell einführende Dinge zu präsentieren. Und so sind wir auch ganz dankbar, dass wir zum Beispiel auch frühere Arbeiten wie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die mal die bosnische Verfassung auf Deutsch übersetzt hat, von einem Anwalt nachdrucken konnte, sodass man jetzt mal die bosnische Verfassung an einer Stelle auf Deutsch zum ersten Mal in diesem Band findet und auch ein Glossar zu erarbeiten, da gilt der Dank vor allem Nicola, da ein Glossar zu machen, was so die wichtigsten Termini, Begriffe versucht mal einzuordnen. Das war so die Beweggründe für dieses Buch und während wir daran arbeiteten, stellten wir natürlich fest, dass uns ein Datum nach dem anderen voranschritt, also die Idee war mal ursprünglich, das sollte rauskommen zu den letzten Wahlen 2014, aber wie das immer so ist bei Sammelbänden, dann haben wir gedacht, 20 Jahre Dayton wäre auch ein gutes Herauskommen-Datum, da waren wir schon 2015. So ist es dann Ende 2017 fertig geworden und es kommt jetzt pünktlich zu den Wahlen 2018. Also einen Anlass und ein Datum findet man immer. Aber es hat gleichzeitig einen anderen Aspekt, den ich nochmal hervorheben will. Und zwar
dass dieses Übergangssystem Dayton in einer gewissen Weise ja permanent geworden ist. Also wir reden jetzt von 22 Jahren dieser Verfassungsordnung. Und wer genau hinguckt, wird feststellen, dass das die ältest gültige Verfassungsordnung ist, die Bosnien als territorialpolitische Einheit hatte. Also die Verfassungsordnung unter ganz, sagen wir mal, in der modernen Zeit, seit 1878. Also es ist länger gültig als die Verfassung der Republik Bosnien-Herzegowina in Jugoslawien. Es ist länger gültig als andere Arrangements davor. Und das, glaube ich, ist dann noch der nächste Aspekt, und das ist dieser biografisch-biologische Aspekt, der sicherlich auch in den Biografien von Nicolas und mir eine Rolle spielt, bei anderen hier, die ich im Raum sehe, dass das, was wir geglaubt haben als Friedensprojekt, vielleicht sich relativ schnell vollendet und so eine feste Form finden würde im Hinblick auf Mitgliedschaft der Europäischen Union, dann doch länger dauert. Aus den verschiedenen Gründen, die wir heute Abend erörtern wollen. Aber die es deshalb aber auch sinnvoll machen, nochmal Bestand aufzunehmen, zu sagen, wie ist es denn eigentlich? Nicht, wie hätte es sein können, wie sollte es sein, sondern einfach zu sagen, wie ist es? Ja, vielen Dank. Nicola, möchtest du das ergänzen? Ja, guten Abend aus meinerseits. Ja, wie Tobias sagte, das hat dann einige Jahre gedauert bis zur Veröffentlichung. Ich kann mich dabei aber auch erinnern, dass wir gesagt haben, dann ein Vorteil hat ja doch, dass das politische System in Bosnien-Herzegowina sich nicht so schnell entwickelt, dass auch Artikel, die schon vor ein paar Jahren geschrieben worden waren, dann nicht fundamental überarbeitet werden müssen. Natürlich wurden sie, weil manche Autoren, das ist ja auch bei jedem Herausgeber-Team so, sind schneller als andere, aber natürlich wurden die Artikel dann auch letztes Jahr, selbst die, die schon schneller gewesen waren, vor ein paar Jahren schon ihre ersten Beiträge geliefert hatten, dann nochmal überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. So, also dass das wirklich jetzt alle Artikel im letzten Jahr auf den Stand gebracht wurden, um eben dieses Jahr veröffentlicht werden zu können. Vielleicht noch eine Anmerkung auch nochmal zur Absicht dahinter. Ich meine, Tobias hat es ja erwähnt, also diese Idee, eben so eine Einführung, eine Überblickseinführung in deutscher Sprache zu geben, in Buchform, weil es diese in Buchform in deutscher Sprache eben noch nicht gibt. Und gleichzeitig war es natürlich uns dann auch ein Bedürfnis, dass dieses Buch dann gleichzeitig auch ein Diskussionsbeitrag sein kann, sein soll, für die Diskussion über Bosnien-Herzegowina im deutschsprachigen Raum. Ja, und deswegen, wir reden jetzt nicht nur von Deutschland, sondern auch von Österreich und der Schweiz. In der Hoffnung auch eine Diskussion, wo viele sich schon auch immer wieder abwenden, so nach dem Motto, ach Bosnien, da ändert sich ja sowieso nichts, oder Bosnien, das ist ja so kompliziert, da kapiere ich sowieso nichts, um dem auch etwas entgegenwirken zu können. Also um auch einen Beitrag zu leisten, die Diskussion, und zum Glück gibt es ja wirklich sehr viele Engagierte im deutschsprachigen Bereich, die über Bosnien diskutieren, aber auch nochmal auch einen Schub zu geben, dazu beizutragen, dass diese Diskussion weiter vorangeht und nicht einschläft. Und vielleicht auch einen Beitrag zu leisten, dass ja einerseits gegen ein drohendes Desinteresse, was auch im deutschsprachigen Raum sich zu entwickeln droht, und gleichzeitig aber auch vielleicht sich abgrenzen gegenüber zwei Tendenzen, die man in der internationalen, aber auch in der innerbosnischen Berichterstattung über Bosnien finden kann. Das eine ist so, es ist alles ganz schwarz und nichts ändert sich und es kann nur noch schlimmer gehen, wobei das ist ja dann schon unlogisch, weil wenn es schon so schlimm ist, wie kann es dann noch schlimmer werden? Also, dass irgendwie alles völlig aussichtslos ist, dass alles völlig stagniert, dass sich überhaupt nichts bewegt. Also das ist so eine Position, die man immer wieder finden kann. Und eine andere Position, die man auch immer wieder hören kann, wenn auch seltener, aber doch, ist, ach, ist doch alles halb so schlimm, es gibt ja auch keinen Krieg mehr und was haben die denn und so weiter und so fort. Und ich denke, unser Anliegen war es auch, zwischen diesen beiden Positionen einen Beitrag zu leisten, der versucht, also eine realistische Beschreibung, Analyse des heutigen Zustands Bosnien-Herzegowina zu liefern, und der gleichzeitig natürlich auf die Probleme hinweist, weil ich glaube, niemandem ging es darum, jetzt da schön zu reden, was es da gibt, aber erstmals, um auch zu versuchen zu verstehen, also warum ist die Lage so, wie sie ist,
um darauf auch aufzubauen, um zu sehen, inwieweit ist da Potenzial, inwieweit haben sich auch Dinge bewegt oder gibt es Potenzial für Bewegung innerhalb des Systems oder außerhalb des Systems. Also ich glaube, das war auch ein Anliegen, was wir als Herausgeber hatten, also weder jetzt da ein völlig schwarzes Bild von Bosnien-Herzegowina zu malen, noch ein rosa-rotes, optimistisches, sondern versuchen, ein realitätsbezogenes Bild zu bieten, was dann eben zu weiterführenden Diskussionen eine Grundlage bieten kann. Nach den einleitenden Wörtern der beiden Herausgeber möchte ich dich, Adnan, bitten, das zu kommentieren. Wie liest du das eigentlich, der aus Bosnien kommst? Also wie liest du das Buch und wie hörst du das auch? Weil ich merke gerade, dass es mir so viel Freude berichtet, dass man sich so engagiert mit diesem Bosnien-Herzegowina auseinandersetzt, in dem Wunsch, das differenziert darzustellen und eben nicht nur zwischen diesen beiden Extremen. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich zuerst bedanken für die Einladung und Möglichkeit, meine Meinung einfach darüber zu reden. Es ist für mich, ich arbeite wirklich in einem Think Tank und ich beschäftige mich mit Bosnien-Herzegowina und Westbalkanländern und immer wieder kriegt man E-Mails mit verschiedenen Texten über Westbalkan oder Bosnien und wirklich, das passiert nicht so oft, wie man denkt, dass es ziemlich viel produziert ist oder dass sich Leute wirklich sehr viel mit Bosnien-Herzegowina insbesondere, aber mit Westbalkan auch so viel beschäftigen. Und es ist, immer wenn ich ein E-Mail kriege, das sagt zum Beispiel neues Papier oder neue Policy Paper, ich habe immer gemischte Gefühle. Einfach zuerst bin ich wirklich glücklich, dass es gibt Leute, die noch immer viel Interesse für Bosnien haben und glauben, dass es irgendwas dazu schreiben kann. Und ich sage das deswegen, da wirklich, wenn man Medien liest oder wenn man über Bosnien spricht, dann ist das immer irgendwie, alles ist bekannt. Das Land ist fast zerbrochen, es ist immer von einer Krise in andere Krise. Es ist irgendwie, wenn man Medien liest, es schaut so aus, als ja, es gibt eine neue Krise. Und man liest darüber, man weiß nie, wie die Krise sich gelöst hat, aber wir sind nach 2 Monaten wieder in eine neue Krise. Wer ist Polizeireform, Verfassungsreform, jetzt ist die Wahlgesetzreform. Es passiert immer wieder. Und wenn man das liest, ist dann klar, wer dafür schuldig ist. Es ist entweder die Politiker, die korrupt sind, die nichts machen möchten, oder ist es Verfassung und Dayton-Abkommen oder die EU. Die EU macht nicht so viel, die EU muss mehr machen, die USA muss mehr machen. Und es ist eigentlich alles klar, wir haben die Rezepte auch schon. Und wenn man in so einer Welt lebt, dann ist das für mich immer überraschend und für immer herzlich willkommen. Wenn jemand dann über Bosnien was schreibt, dann zeigt, dass es wirklich irgendjemand motiviert ist. Dass da wirklich, wenn man über Bosnien denkt, ist es sehr schwierig, sich zu motivieren, über Bosnien was Neues zu schreiben oder vorschlagen oder was immer. Deswegen ist das ist ein Teil von Mischung, ein Teil von meinem Gefühl und dann andere Gefühle, die ich immer habe, ist immer, irgendwas Neues ist geschrieben, ich muss es lesen, ich arbeite mit Bosnien, ich beschäftige mich, ich muss es lesen. Dann habe ich den Gefühl, werde ich lesen alles, was ich schon weiß und alle diese, sagen wir nicht Klischee, sondern alles, was man schon irgendwie aus Medien und aus mehreren Policy Paper weiß, dass man dann das wieder bestätigt ist. Es ist kompliziert, es funktioniert nicht, die Verfassung ist schuld, Politiker sind schuld, EU ist schuld und wir müssen entweder alles neu machen oder nichts anders wird's gemacht. Und dann, das ist mein zweites Gefühl. Ich bin froh, aber ich bin dann habe immer Angst, ob ich wirklich dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde was lese und am Ende zu diesem wieder demotivierten Gefühl komme. Deswegen war ich wirklich froh, als ich die Einladung gekriegt habe. Ich habe das Buch wirklich ganz gelesen und ich muss sagen, zuerst, was es wichtig ist, dass es wirklich, man kriegt wirklich Antwort, wie es ist in Bosnien und Herzegowina. Was es auch, wie Tobias schon gesagt hat, nicht oft, man liest sowas nicht oft. Wir fangen immer von dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir wissen, was in Bosnien passiert und jetzt müssen wir nur sagen, was man
was man ändern oder was man machen muss. Und das ist irgendwas, was ich finde als sehr positiv und was es nicht so oft passiert, da wirklich die Interesse ist immer, dass man finanziert neue Bücher, neue Policy Papers, die Vorschläge oder die irgendwas, die von den Punkt fangen, wo man sagt, ja, wir wissen was das dort passiert. In diesem Sinne ist es ziemlich interessant. Als ich den E-Book gekriegt habe, ich habe zuerst gemacht, was ich immer mache, wenn mit Papers, ich schreibe den ganzen Begriffe, zum Beispiel Daten, Verfassung und Kompetenzen, um zu schauen, wie viel fokussiert ist den Paper um sowas. Und dort war ich, muss ich sagen, nicht so glücklich. Ich habe es gekriegt, dass auf 206 Seiten von 313 Seiten sind diese drei Begriffe. Und ich habe gesagt, ich muss wirklich aufpassen, was passiert dann. Und dann ich habe es reingeschrieben, kompliziert oder komplex. Und ich habe nur 40 Seiten von 313 gekriegt. Und ich habe gesagt, okay, dann vielleicht wird es useful sein. Und das ist irgendwas, was mich motiviert, dann wirklich was über Bosnien dann wirklich mit Freude zu lesen. Und wie gesagt, das Buch ist wirklich gut für Leute, die erst anfangen mit Bosnien sich zu beschäftigen, aber auch für Leute, die glauben, dass alles über Bosnien schon wissen. Ich selbst weiß nur ein kleines Teil von über Bosnien und das ist immer mein Anfangspunkt. Wenn ich sage, ja, das weiß ich, dann bin ich wahrscheinlich falsch über Bosnien oder über was ich denke über Bosnien. Ja, was mich ziemlich gefreut hat, ist, dass im Buch kann man lesen über Kulturpolitik in Bosnien oder Bildungspolitik oder Religion, was ist wirklich selten diese Tag zu lesen. Und Bildungspolitik ist irgendwas, was mich ganz viel bewegt. Und ich würde es gerne nur einen Satz von diesem Text lesen, sodass Sie wissen, wie weit wirklich in verschiedene Themen das Buch geht. Und den Satz sagt, das Hauptproblem besteht dabei nicht darin, dass keine Gesetze existieren, sondern darin, dass bestehende Gesetze nicht implementiert werden. Und das ist irgendwas, was ich auch über, nicht nur über Bildung in Bosnien, sondern ganz allgemein über Bosnien denke. Unser Problem ist wirklich nicht, dass wir so viele Verfassungen haben, so viele Parlamentarier, so viele Politiker. In Österreich hat man 10 Verfassungen, hat man 10 Regierungen, fast 600 Parlamentarien, hat man auch 9, zum Beispiel 9 Krankenkassen. Und es ist nicht Problem, dass die existieren. Das ist nicht Hauptproblem. Hauptproblem ist, was die machen mit Befugnissen und Kompetenzen, die die haben. Und ich glaube, dass dieses Buch ist ein Beitrag mit dem Schritt, dass wir, wenn wir über Bosnien reden, dass wir ein bisschen weg von dieser institutionellen Architektur gehen und dass wir mehr darüber reden, was die Institutionen machen, wie die Politik sich mit konkreten Sachen beschäftigen. Was würde ich sagen, das ist mein letzter Satz, bestätigt das, was Tobias gesagt hat. Wir befinden uns in dieser Phase, wo wir von Daten wie irgendwas, was temporär ist, zu dieser Daten ist da zu bleiben und wir müssen uns mit Daten irgendwie beschäftigen oder mit das, was wir haben, wir müssen uns irgendwie beschäftigen und das Leben in Bosnien versuchen, besser zu machen. Danke. Du hast eigentlich auch schon ein Stichwort gegeben für die nächste Frage, weil wir wollten über die Reformierbarkeit von Daten hier auf dem Podium sprechen. Denn der Krieg, also Dezember 1995, du sagst es jetzt, 22 Jahre sind es her seit dem Daytoner Friedensvertrag. Also wenn man es so ein bisschen schummelt, dann sagen wir 23 Jahre nach Kriegsende. Hier hat man ja die 68er Jahre, erinnert man in Deutschland. Es sind auch 23 Jahre seit Kriegsende. Und da kam es eigentlich schon ein Schritt weiter, ist man dort, was die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit angeht, als jetzt gerade in Bosnien. Weil da schlägt man sich noch wirklich mit Themen, wo es noch darum geht, was ist eigentlich die Wahrheit über den Krieg und nicht
so jetzt werden wir unsere Eltern fragen, was sie gemacht haben. Und deswegen, also Reformierbarkeit, du Adnan sagtest, Dayton ist da, um zu bleiben. So, was ist es wirklich so eine Tatsache, wie du das jetzt gerade ausgetragen hast? Und vor allem, was kann man machen mit so einem Dayton, der offensichtlich nicht funktioniert? Nicht so, wie er offensichtlich gedacht wurde und dann auch 23 Jahre später, ich meine zu beobachten, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die was versuchen und dass ein unglaublicher Verschleiß an guten Menschen ist in diesem Land, der passiert und zum Schluss stehen alle als total inkompetent da und man sagt, die kriegen gar nichts auf die Reihe und ich frage jetzt einfach mal polemisch, kann man da überhaupt was auf die Reihe kriegen? Mit so einem Gerüst, ja, wer möchte? Naja, du siehst, wie schwierig es ist, eben nicht wieder in so eine Rolle zu finden, was ist zu tun, sondern erstmal, was ist. Ich würde ganz kurz nochmal bleiben bei was ist, weil in unserem Buch ist es uns auch nicht gelungen, alles zu beschreiben. Zum Beispiel ein großes Thema, das ich mit Vedran Djihic, der das Kapitel über Parteien und Parlamente geschrieben hat, gesagt, können wir mal mehr rausfinden zur Parteienfinanzierung in Bosnien, zu Mitgliederzahlen von Parteien. Also alles, was wir so als klassische Politikwissenschaftler gerne auch mal zählen. Wie sind die Budgets, wie viele Mitglieder, wie wird das verwaltet und so weiter und so fort. Das wissen wir alles noch gar nicht. Da gibt es auch ganz wenige Erhebungen. Es gibt auch zum Beispiel, was wir auch in dem Buch nicht so viel berücksichtigen konnten, auch dann irgendwann, wir wissen auch noch vieles nicht, was im Bereich von Justiz passiert. Es sind so viele Justizreformen über Bosnien hinübergegangen, seit 1997 folgende gab es verschiedenste Bereiche der Justizreform, sodass uns das Justizwesen, wie es sich jetzt darstellt, noch gar nicht abgeschlossen ist und wir noch gar nicht genau wissen, wie es eigentlich funktioniert. Wir sehen das jetzt erst. Also das nochmal, wenn man über Reformen redet, müssen wir auch erst nochmal wissen, was ist. Denn wie gesagt, es ist keine Übergangsverfassung. Dayton ist einfach was Festes geworden. Dass es nicht gut und nicht ideal ist, das ist, glaube ich, vielen klar, aber so wie es im Moment verfasst ist, gibt es ja einen Weg, die Verfassung zu ändern. Und es gab auch eine Veränderung vor knapp 10 Jahren, das war die Anerkennung des Brčko-Distrikts. Und die ist ja auch, hat ja funktioniert, nach dem, was die Verfassung vorsieht, nämlich dass 2/3 Mehrheiten die Verfassung ändern müssen. Das ist keine besonders hohe Hürde. Das ist wieder drüben im Deutschen Bundestag. Es sind 2/3, die man braucht, in beiden Häusern des Parlaments. Das ist aber bei uns nicht anders in Deutschland. Die Hürde ist also nicht wiederum das Gesetz, sondern etwas anderes, was noch dahinter steht. Und da versuchen wir natürlich, sowas wie an die politische Kultur des Landes ranzukommen. Christian Voss hat ja gerade auch noch mal ein paar seiner Beobachtungen geschildert. Aber da scheint ja in der politischen Kultur was noch Tieferes zu sein und zu liegen, dass die Sache problematisch macht, sozusagen gemeinsame Projekte zu entwickeln. Hier haben wir uns aber auch immer versucht, noch bei der Reform auch ein bisschen so einen komparativen Ansatz den Autoren manchmal auch vorzuschlagen. Ist es denn so anders als in anderen Ländern der Region zum Beispiel, was solche Reformen angeht? Können uns ja die anderen Nachfolgestaaten Jugoslawiens ansehen und die Verfassungsfragen, die dort sind, die sind natürlich ganz anders, aber auch nicht ganz unähnlich. Es geht immer wieder um Gruppenrechte, es geht um sozusagen diese Ethnoterritorialität, aber es geht auch ganz stark um kleine politische Systeme mit sehr wenigen Leuten, die sehr stark abhängig sind, und deshalb auch das Kapitel von Franz Lothar Altmann zum Thema Wirtschaft, die sehr abhängig sind von einer Wirtschaft, die fundamental noch nicht sehr reformiert ist. Es gab so eine räubermäßige Privatisierung von Gemeinschaftseigentum, aber da ist das stehen geblieben. Es sind ja keine wettbewerbsorientierten Marktwirtschaften entstanden, weder in Bosnien noch in den Nachbarländern. Das heißt, wenn wir in den Reformbereich reingucken müssen, müssen wir dann doch auch noch mal sehen, was wissen wir über das Land? Wie ist es? Der Zensus war ein wichtiges Datum vor ein paar Jahren. Wir haben die Daten jetzt bekommen und der zeigt uns eigentlich sehr viel Abgründe auch auf, die wir auch da versuchen zu reflektieren, was sowohl die demografische Zusammensetzung auch angeht des Landes,
die Bildungssituation großer Teile des Landes, die Wiederkehr von sozioökonomischen Problemen, die wir eigentlich eher so bei Entwicklungsländern sehen, also sprich sinkende Alphabetisierungsraten, gleichzeitig so eine Kommodifizierung, Privatisierung von Bildung. Das Kapitel von Enisa Pliska hat ja eine Liste zum Beispiel all dieser Hochschulen, die es gibt. Wir reden in Bosnien von einem Land, das über 40 Hochschulen hat, bei 3,5 Millionen Einwohnern an einem Sonnentag. Das heißt, hier müssen wir natürlich bei der Reform gucken. Und da vielleicht ein letzter Kommentar noch dazu. 2014, Februar. Ich erinnere mich, wir hatten viele Veranstaltungen zu den Protesten. Und weil du diesen Bereich, diesen Weg da aufgezeigt hast, auch zu 68. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar. Wir haben keine Jugendwelle in Bosnien. Wir haben, also die Jugend ist nicht die Mehrheit. Das war 1968 in Westeuropa und auch in Osteuropa anders. Da waren die jungen Leute viele und dran. Und wir haben auch konsumierte Versprechen von Reform. Reform wurde ja versprochen 1995, Dayton. Damals ging es um Dayton-Umsetzung. 10 Jahre lang hat man gesagt, jetzt setzt das um, gibt die Flüchtlinge sollen zurückkehren in ihre Heimatgemeinden. Das steht ja auch in Dayton. Das sind ja sehr positive Dinge. Sie sollen vielleicht auch Besitztümer zurückbekommen etc. Darum ging es 10 Jahre. Dann ging es 10 Jahre darum, ihr müsst Dayton zu reformieren. Zwischen 2006 und sagen wir ungefähr 2014. Und jetzt ist irgendwie wahrscheinlich seit 2014 ein Zeitraum angebrochen, der eben heißt, es ist jetzt da. Aber wie reformieren wir das? Und das ist natürlich die große Frage, die sich wahrscheinlich nur in den kleinen Bereichen festmachen lässt erstmal. Denn wer vielleicht diese Konferenz in Sofia gesehen hat oder das verfolgt hat, ich wäre da nicht so positiv, dass innerhalb der Europäischen Union jetzt gerade sehr viel Energie vorhanden ist, zu sagen, man engagiert sich mehr bei der Staatsgestaltung von Ländern auf dem westlichen Balkan. Ja, hier war vor wenigen Tagen eine Veranstaltung in der Heinrich-Böll-Stiftung, bei der Joschka Fischer gesprochen hat. Und er hat ein Wort gesagt, das zwar in einem anderen Kontext, aber ich finde es sehr wichtig, das ist der Druck von außen. Denn wir, glaube ich, wissen alle, dass ohne den Druck von außen in Bosnien-Herzegowina eigentlich ganz wenig passieren kann. Oder, Nicola? Ja und nein. Ich meine, wenn man sich die Geschichte der letzten 23 Jahre anschaut, von Bosnien-Herzegowina seit dem Ende des Krieges und die Rolle der internationalen Gemeinschaft, kann man ja wirklich sehr gut zwei Perioden unterscheiden und mit dem entscheidenden Wechsel im Jahr 2007, das heißt eine Periode vom Ende der 90er Jahre bis 2007 mit einer sehr starken Intervention der internationalen Staatengemeinschaft, wo ja dann auch tatsächlich viele Reformen auf den Weg gebracht wurden. Dass es eine gemeinsame Armee gibt, ist ja in dieser Periode entstanden. Vorher gab es ja auch nach Dayton noch 3 getrennte Armeen. Und das heißt, da wurde mit Druck und mit starker Intervention von außen tatsächlich viele Reformen vorangetragen, bis dann eben im Jahr 2007 die internationale Staatengemeinschaft, also jetzt vereinfacht gesagt, gesagt hat, gut, wenn wir hier ein demokratisches Land haben wollen, dann können wir nicht weiter hier so von außen rein regieren und demokratische Verfahren von unten einfach kassieren und einfach oktroyieren. Das heißt, dann wurde das neue Wunderwort Local Ownership, also dieses Ownership, und wo dann gleichzeitig gesagt wurde, wir intervenieren nicht mehr. Und was dann eben aber auch dazu geführt hat, dass tatsächlich seitdem kaum neue Reformen durchgeführt wurden und jetzt die internationale Staatengemeinschaft in der Sackgasse ist, weil sie einerseits sieht, dass Local Ownership Politik funktioniert nicht, andererseits will man nicht wieder zurück zu dieser oktroyierenden kolonialistischen Interventionspolitik von vorher. Und in dieser Zwickmühle befindet sich jetzt die internationale Staatengemeinschaft. Es gibt natürlich immer wieder diesen Ruf, dass draußen muss es richten, was natürlich auch eine gewisse historische Tradition hat, weil tatsächlich ja Bosnien-Herzegowina als eigene Einheit über Jahrhunderte von außen regiert wurde, ja, sei es im Osmanischen Reich, sei es unter Österreich-Ungarn und auch im Königreich Jugoslawien. Und dann später auch waren ja die Zentren, die entscheidenden Zentren, nicht wirklich Sarajevo, sondern eben Konstantinopel oder Wien oder Zagreb oder Belgrad. Und insofern denke ich, ist da natürlich auch eine gewisse Tradition, da zu erwarten, dass von außen etwas geregelt wird. Aber das Problem ist, dass
wir jetzt in einer anderen Situation sind, wo das Außen natürlich weiter existiert, aber jetzt ist das Außen hat eben vor allem die Form der EU. Und die EU hat natürlich eine andere Herangehensweise, versucht das mehr durch Dialog, durch Diskussion, ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ich meine, darauf werden wir später nochmal zurückkommen, aber eben weniger durch einen so aktiven Druck, wie er durch die hohen Repräsentanten über 10 Jahre lang ausgeübt wurde. Das heißt, es ist schwierig jetzt tatsächlich, und ich denke, wenn man heute nach Brüssel gehen würde oder andere, wäre das Erste, was rauskommen wird, wäre tatsächlich eine gewisse Ratlosigkeit. Also wir wissen nicht so richtig, was wir tun sollen, um hier aus dieser blockierten Situation herauszukommen. Zur Frage nochmal, was ist sonst die Frage, ja auch immer dann wieder gestellt wird, also was ist verantwortlich für diese oder was sind Hauptfaktoren, die erklären, dass es eben mit Bosnien kaum vorangeht und wie groß ist die Rolle der Dayton-Verfassung dabei, beziehungsweise des Dayton-Friedensabkommens inklusive der Verfassung. Ich meine, es wurde ja auch vorhin schon angedeutet, die Dayton-Verfassung und das Dayton-Friedensabkommen ist sicherlich Teil des Problems, aber nicht das Problem an sich alleine, weil mit kompromisswilligen und kooperationswilligen politischen Eliten würde man auch eine Dayton-Verfassung, könnte man zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also insofern, das kommt ja dann auch immer zu der Frage, was ist das größere Problem? Ist es das politische System als solches oder ist es die politische Kultur? Also ist es die Dayton-Verfassung oder sind es die politischen Eliten und auch die politischen Haltungen, Verhaltensweisen? Wobei ich glaube auch nicht, dass man da in Entweder-Oder fallen soll, denn natürlich das Dayton-Abkommen und die Dayton-Verfassung verstärkt natürlich die Tendenzen von Nicht-Kooperation in einer politischen Kultur und das heißt die politische Kultur, also das ist eine wechselseitige Bestärkung. Also das heißt, die Frage wäre, ich glaube, weder eine Reform allein des Dayton-Abkommens würde etwas bringen und eine Reform der politischen Kultur ist natürlich nicht mit so einem mit einem Federstrich herzustellen. Also insofern ist es tatsächlich da schwierig, da konkrete Wege zu zeigen. Wobei, was mich immer wieder doch auch eben nicht verzweifeln lässt in Bezug auch auf Bosnien-Herzegowina, ist doch, dass ich sehe, dass sich da auch kleine Dinge bewegen, auch wenn es nur im Mikrowelten ist oder in kleineren Welten ist oder nur momentan. Aber ich kann mich erinnern, dass tatsächlich, als ich 2007 nach Bosnien gezogen bin, hieß es dann immer, es gibt keine wirkliche Zivilgesellschaft in Bosnien-Herzegowina. Es gibt nur eine NGO-Gesellschaft, die durch den Krieg, mit dem Krieg und nach dem Krieg mit internationaler Hilfe herangezüchtet wurde. Und es gibt zwar Demonstrationen, aber das sind immer nur so Interessengruppen. Also die Kriegsveteranen demonstrieren für mehr Rechte oder die andere Gruppe. Aber es gibt keine so übergreifende zivilgesellschaftliche Bewegung. Und 2008 in Sarajevo gab es erstmals mehrwöchige Demonstrationen, wo alle Generationen und Gruppen, da war ein 17-jähriger Junge von anderen 17-Jährigen in der Straßenbahn mit einem Messerstich umgebracht worden. Und das war für viele dann in Sarajevo der Anlass, jetzt reicht's. Ja, das hat auch überhaupt nichts mit ethnischem Hintergrund zu tun. Es ging einfach auch dieser Mord nicht. Es ging einfach nur dieser Ausdruck, jetzt reicht's. Und dann kam es zu mehreren Wochen Protesten. Das hat zwar nicht die Lage revolutioniert, aber das war doch ein Zeichen für mich, dass da ein Potenzial ist, dass sich da bewegen. Das hat sich 2012 wiederholt, 2014 mit diesen Protesten, mit den Plenums, die da organisiert wurden. Natürlich sind die nach einigen Wochen alle wieder in sich zusammengefallen, aber jetzt nennt man mir mal eine soziale Bewegung in anderen Ländern, wo das, beziehungsweise viele waren dann auch wieder enttäuscht, weil sie gesagt haben, das hat das System nicht verändert. Tatsächlich haben diese Demonstrationen das System nicht verändert, aber sie haben für mich auch nochmal gezeigt, dass da ein Potenzial da ist, was zeigt, dass nicht alles festgefahren ist. Und jetzt ist ja wieder, seit einigen Wochen haben wir Demonstrationen in Banja Luka nach diesem Tod von einem jungen Mann, den die Polizei als Unfall eingestuft hat, aber wo eben auch Anzeichen dafür sind, dass es sich um einen Mord handeln könnte und dass ja eben die Polizei was abdecken, vertuschen will und wo jetzt Tausende in Banja Luka
regelmäßig auf die Straße gehen, und in Sarajevo gibt es einen ähnlichen Fall. Das sind für mich alles Anzeichen, dass eben nicht alles völlig festgefahren ist, selbst wenn man da dies nicht mit überhöhten Erhoffnungen, Erwartungen verbinden sollte, weil dann kommt wieder sofort die Enttäuschung, dass sich doch nichts Radikales verändert. Und selbst das Wahlverhalten, was ja oft gesagt wird, es ändert sich ja sowieso nichts und es wird immer wieder ähnlich gewählt. Also bei den letzten Wahlen muss man sich doch nochmal daran erinnern, wie knapp Dodik es nur geschafft hat, wieder gewählt zu werden als Präsident. Also, und es war tatsächlich, denke ich, dass da, es sind immer wieder, wenn man sich genauer Wahlverhalten und auch andere Bewegungen anschaut, da ist was drin, was mir eben sagt, dass dieses Land tatsächlich ein gewisses Potenzial hat, auch für positive Veränderungen, selbst wenn sie nicht von heute auf morgen und wenn auch keine Garantie besteht, dass solche Veränderungen geben wird. Ja, also ich freue mich, dass du das trotzdem noch schaffst, es optimistisch zu sehen, weil wenn in eurem Buch spricht man auch von einer, wie lautet es, das stabile Dauerkrise oder ein unfertiger Staat, und das sind trotzdem Tatsachen. Also man darf nicht aufhören zu hoffen und zu glauben, man darf sich aber auch nicht zu sehr darauf verlassen, denn 23 Jahre ist ja schon, ist eine lange Zeit für ein menschliches Leben. Für meins sind irgendwie 2/3. Und ich, einfach weil die Befürchtung, ja genau, einfach weil die Befürchtung da ist, dass also die Welle, von der du sprachst, der Jugend, die Welle geht in Richtung Westeuropa. Und die ist wirklich die einzige Welle, die es konkret gibt. Und zwar nicht, was Bosnien-Herzegowina angeht, sondern was den ganzen Westbalkan angeht. Und du sprachst jetzt zum Schluss, Nicola, über die Wahlen, also Oktober 2018. Und natürlich, wir wollen hier keine Prognosen stellen, auch in keine Zauberkugeln denken. Also keine Zauberkugel können wir leider nicht schauen. Aber ich stell jetzt einfach mal die Frage, kann sich etwas mit Oktober 2018 für Bosnien-Herzegowina verändern? Naja, wird sich vieles ändern. Ich meine, wenn man schaut, wie viele verschiedene Premierminister Bosnien-Herzegowina hat in den letzten 20 Jahren oder wie viele verschiedene Politiker im Staatspräsidium gesessen haben, dann sieht man das zum Beispiel im Vergleich zu Montenegro, wo es das gleiche Partei seit 1990 in Power ist, dass es in Bosnien eigentlich ziemlich viel ändert mit jeder Wahl. Und wenn man sieht, dass seit 2002 bis 2014 mehr als 500.000 mehr Leute sind zu Wahlen gegangen in 2014 als in 2002. Und dass ständig mehr und mehr Leute zu Wahlen gehen und stimmen, dann zeigt es, dass es gibt mehr unter diese Kulissen, die wir sehen. Ich glaube, dass es, um Bosnien zu reformieren, wir müssen zuerst fragen, was wir mit Bosnien möchten. Und wenn ich mit Leuten aus Brüssel oder aus Berlin spreche, dann ich sage, unser Ziel sollte sein, dass Bosnien in 10 bis 15 Jahren so wie Estonien ist oder Estland ist. Das heißt, wir hören gar nichts, was dort passiert. Wir wissen, dass es um ein hochdigitalisiertes Land geht, die sehr liberal ist. Muss auch nicht so gut sein, aber einfach, dass man in die Zeitungen nichts über Bosnien liest, dass es stabil ist, dass Leute dort wohnen und dass wir unsere Ressourcen aus Brüssel oder Berlin nicht verwenden müssen, um dort immer wieder zurückzukommen. Um das zu, wenn das unser Ziel ist, dann müssen wir wirklich Bosnien im Kontext von Europa einfach sehen, wie es in Bosnien ist und dann verglichen mit ganz Europa. Ich glaube, das werden Leute in Berlin und in Brüssel bewegen, aber auch Leute in Bosnien-Herzegowina. Leute in Bosnien-Herzegowina glauben am meisten, dass die sowas besonders sind. Dass Dayton besonders ist, dass föderale Staat besonders ist und dass die dann brauchen auch eine besondere oder spezielle Treatment von EU oder von draußen. Und das glauben auch Leute in Brüssel und in Berlin. Und wenn man sieht zum Beispiel, wie schwierig ist es, in Belgien Wahlgesetz zu ändern. Es war eine Verfassungsentscheidung in 2003 in Belgien, die verändert hat in Wahlgesetz. Und die bräuchten 11 Jahre, um sich
um die politische Elite sich dazu zu bringen, dass wirklich dann die Verfassungsgerichtshofsentscheidung durchzusetzen. Wenn man sich in Brüssel, wenn man in Brüssel wohnt und wenn man zum Beispiel zu flämischsprachiger Gruppe gehört, kann man nie Premierminister sein. Nur Leute, die Eltern sagen, dass die französischsprachiger sind, können Premierminister in Belgien sein. Und so weiter und so weiter. Wenn es um Bildung geht, wir kommen nicht und sagen, ja, das funktioniert nicht. 13 oder 12 Bildungsministerien, 16 weitere Institutionen, das funktioniert nicht. Ihr müsst eine Bildungsministerium haben, sondern wir sagen, wenn es um PISA-Ergebnisse geht, und die werden jetzt in diesem Jahr zuerst mal gemacht sein, erst Kinder, die 14 Jahre alt sind in Bosnien im Vergleich zu Kindern in Belgien, werden wahrscheinlich, oder ich bin fast 100% sicher, schlechter sein als Kinder in Belgien oder als Kinder in Kroatien oder als Kinder in Estland. Und damit einfach das zu versuchen, sowas zu versuchen, um Leute dann in Bosnien zu bewegen, um, wenn die zu Wahlen gehen, dass die dann nicht nur die Politiker ändern, was die da gerne und oft machen, wie schon erwähnt war. Milorad Dodik hat mit seiner sehr aggressiven Narrativ in 2014 mit Referenda, mit Unabhängigkeitserklärungen, mit ganze verschiedene wirklich starke Narrativ, hat weniger Stimmen gekriegt als in 2010 und hat fast nicht Präsident von Republika Srpska geworden. Aber alle Leute, die sich mit Bosnien beschäftigen, Kommentare waren, Dodik hat es schon wieder geschafft, er ist stärker als je, er hat es gezeigt, dass mit sowas kann man die Wähler kriegen, was es eigentlich nicht war. Das ist eine Teil. Und ja, und letzter Satz dazu, um in Bosnien was zu ändern, muss man Interesse haben, muss man Politikern und Leute, die in Verwaltung arbeiten, die müssen motiviert sein, um was zu ändern. Wenn sowas nicht da ist und wenn sie nicht wissen, was die machen sollten oder was die machen möchten, dann sind wir in dieser Circle. Und ich würde sagen, in Bosnien passiert ziemlich viel. Die Regierung regiert. Es ist immer Budget. Man kriegt immer neue Budget oder kriegt neue Gesetze. Es ist der Fall, dass, wie gesagt, Veteranen sind ziemlich gut organisiert und die schaffen das, was die wollen. Leute, die in Wirtschaft arbeiten, die schaffen es nicht oder die schaffen es durch andere Wege zu kriegen. Das heißt, wir müssen wirklich mehr, zumindest das ist meine Meinung, wir müssen so ein Narrativ mehr bilden und dann versuchen. Tobias, du möchtest. Weil wir ja gleich noch zu. Ja, und auch zu Europa. Ich möchte eine Sache sagen. Natürlich stimmt das, was Adnan sagt, dass es viel Veränderung gibt und das zeigt natürlich, dass es irgendeine Art von Partizipation und Teilhabe in dem politischen System gibt. Was uns nicht gelungen ist in diesem Buch, ist kantonale Politik mehr in den Blick zu nehmen. Auf der Ebene der Kantone oder in der Republika Srpska, auch auf der Ebene der Gemeinderatswahlen, sieht man doch viele Veränderungen und Verschiebungen, wie du gerade geschildert hast. Allerdings, und das muss man dann doch dazu sagen, sind das wirklich dann keine multiethnischen Gebilde, ganz selten. Und da entsteht, glaube ich, ein ganz großes Problem und da gibt es wirklich einen Reformstau. Wenn wir uns dann sowas anschauen wie Mostar, wo jetzt über Jahre, ich glaube schon im zweiten, dritten Wahlzyklus bald, praktisch keine Wahlen mehr stattfinden, sondern die herrschenden Parteien sozusagen in einer Dauerverwaltung verweilen und das einfach ohne demokratische Legitimation fortsetzen. Da besteht auch eine Gefahr, dass eventuell sowas auch auf einer anderen Ebene, zum Beispiel auf der Föderationsebene, wenn man das blockieren will, zu ähnlichen Phänomenen kommen kann. Und da, glaube ich, sollte auch die Sorge sein, dass es sozusagen eine partielle Demokratisierung immer dort stattfindet, wo man vielleicht in einem nicht multiethnischen Zusammenhang ist und dort auch mehr Pluralität zum Beispiel herrschen kann, aber zum Beispiel durch die Rolle der politischen Parteien dort, wo es um dann doch
multiethnisch ethnoterritoriale Konstruktionen wie Mostar geht, dass sich das Ganze blockiert und aufhängt und dann auch delegitimiert wird, weil es natürlich keine Wahlen und keine Demokratie gibt. Aber wir konnten das nicht alles in den Blick nehmen, weil es wird natürlich auch sehr klein. Wir dürfen ja nicht vergessen, der größte Kanton, Sarajevo, hat knapp über 500.000 Einwohner, beziehungsweise Tuzla hat ein paar mehr Einwohner, aber da reden wir von 500.000 und dann gehen wir ja bei den Kantonen runter auf letztlich in Berlin noch nicht mal mehr Bezirksebene, sondern auf Stadtteilebene. Und dort passiert natürlich viel auch politisch. Das ist das eine, was ich noch sagen will zur Veränderbarkeit. Das zweite ist das Thema Umwelt. Und das sage ich auch ganz bewusst hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Dayton verhindert nicht, dass die Luft in Sarajevo oder in Tuzla besser werden könnte. Das ist einfach ganz einfacher politischer Unwille herrschender Eliten zu sagen, wir verbieten eben am Montagen ungerade Nummernschilder in die Stadt zu fahren und am Dienstagen sind es die geraden. Da gibt es ja ganz viele politische Möglichkeiten, die Luft ganz schnell zu verbessern. Das ist vielleicht nicht nachhaltig, aber es ist auf jeden Fall ein politisches Zeichen, dass man das will. Das kann man in Paris, das kann man in Peking, das kann man überall. Also Luft und Wasser und Erde werden nicht verschmutzt durch Dayton, sondern werden durch Menschen verschmutzt und durch Politiker und politische Systeme, die keine Entscheidungen treffen wollen, diese zu schützen. Und da sehe ich aber auch eine große Gefahr für die Nachhaltigkeit des politischen Systems, wie es gerade wirtschaftet, weil es die Lebensgrundlagen schrittweise zerstört. Auch das konnten wir nicht ganz genau beleuchten, natürlich in dem Buch über das politische System, aber die Umweltsituation ist natürlich nicht besser geworden in den letzten 22 Jahren. Und ein dritter Punkt, ganz schnell, ist den, der Adnan gebracht hat, blitzschnell zum Thema europäische Vorbilder. Und es ist genau so, dass nämlich genau diese europäischen Vorbilder vielleicht gar nicht guten sind, auch für Bosnien. Denn was in Belgien passiert, ist ja gerade eine Kodifizierung von zum Beispiel Sprachenregimen. Anders als in Bosnien muss man sich in Belgien festlegen als Wähler mit 18 Jahren und hat keine Möglichkeit mehr, in die anderssprachige Wählerregister zu kommen. In Bosnien ist das selbst erklärt. Man kann als Kroate antreten, man kann als Bosniaker antreten, als Serber antreten. Das ist das eine, aber auch zum Teil steht das Thema Versöhnung. Wie gerade von der Bundesregierung auch das und anderen das Thema Versöhnung angegangen wird, ist ja eigentlich das Gegenteil von Versöhnung, dass wenn also Staats- und Regierungschefs aus der Region sich die Hände reichen und von Versöhnung reden, aber gleichzeitig wir Themen in Fragen der Übergangsjustiz, was ist mit den Vermissten, was ist mit den Besitzansprüchen der Vertriebenen, aber was ist auch mit den Schulcurricula und den Werten der politischen Kultur, dass nämlich alles ausgeblendet wird. Mhm. Und das heißt auch, meiner Ansicht nach, sollten wir da nicht unbedingt nur von den europäischen Nachbarstaaten lernen, weil wie dort Versöhnung verstanden wird, scheint mir nicht immer zielführend. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich mich an eine Szene in Sarajevo erinnern. Ich bin zu einem Zahnarzt gegangen in einer staatlichen Klinik und ich musste ein Formular ausfüllen. Die haben mich gefragt, welche Nationalität haben Sie? Und zwar bei einem Zahnarzt. Also insofern, es ist schon sehr bestimmend, vor allem, du wächst andauernd damit auf, dass man dich danach fragt, was du bist. Du hast ja gar keine Möglichkeit, außer etwas zu sein. Du darfst keine Arbeit haben, außer du arbeitest für irgendeinen ausländischen Arbeitgeber, wenn du nicht Kroate, Serbe oder Bosniake bist. Du kannst dich nicht verweigern, einer Gruppe anzugehören. Und das ist etwas, womit man systematisch aufwächst. Absolut. Und das ist eine Realität. Und zum Schluss, ich glaube, es ist auch ganz schwer, dagegen zu halten, weil ich glaube, wir müssen auch Menschen sein und nicht nur sehen, was kann Dayton, sondern es sind Leute, die seit 30 Jahren unter Dauerbeschallung und Armut sind. Und ich merke gerade, dass ich in dieser Rolle als so Wissenschaft nüchtern und ich überemotional, wie ich gerade merke, aber das kann man nicht auseinanderhalten. Und ich finde, das dürfen wir auch diesem Land nicht antun, dass wir es nur objektiv Frage von Verantwortung sehen. Ich wollte nur einfach dazu sagen, wenn wir das politische System angucken, ist da keine Rigidität formal in den Gesetzen vorhanden, wie sie zum Beispiel in Belgien vorhanden ist bei den Sprachgruppen. Das heißt, auf formaler Ebene ist sie nicht vorhanden, aber in der gelebten Wirklichkeit ist sie natürlich vorhanden. Aber das heißt, dass das System eben Möglichkeiten schaffen würde, es anders zu leben. Das ist in Brüssel, wenn Sie in einer Vorortgemeinde von Brüssel im französischen Wählerregister können Sie nicht mehr als Flame antreten.
für den ganzen Rest des Lebens. Und das ist sehr rigide, das ist kein gutes Beispiel. Ich will nur sagen, das ist eben was überrascht, wenn man dann genauer hinguckt. Dass es eine politische Kultur gibt, die sehr rigide ist und ein System, das eigentlich sehr viel zulassen könnte. Das stimmt, aber die haben auch kein Gehalt von 400 Euro. Und deswegen ist es vielleicht dann auch nicht so wichtig, ob man der ist oder der andere. Das sind jetzt alles Polemiken, also vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber auch ein Teil des Ganzen. So, Reformierbarkeit auf der einen Seite, Perspektive auf der anderen. Sofia, West-Balkan-Gipfel wurde ja schon erwähnt. Es ist klar und Adnan und ich waren, ich glaube, letzte Woche im Löbe-Haus, als es darum ging, Albanien und den Beitritt Albaniens zu diskutieren. Veranstaltung der Südosteuropa-Gesellschaft Albanien Anteportas, wirklich auch eine sehr gelungene Veranstaltung, möchte ich hier sagen. Und was ich auch sehr spannend fand, war dieses klare Bekenntnis, konkret vom Herrn Roth, der auch davon gesprochen hat, dass es auch ein Interesse der Europäischen Union und auch Deutschlands ist, dass der Westbalkan beitritt. So, das ein bisschen als Einleitung, aber vielleicht möchtest du was dazu sagen, Adnan? Ja, ich muss dann zurück zu meiner Frage, was möchten wir dann mit Bosnien schaffen, wenn es auch um EU-Erweiterungspolitik geht. Wenn wir schauen, dass es sowas in Brüssel gibt, was du, Tobias, beschreibst hast, dann ist das Frage, werden wir dann im Sinne von EU-Erweiterungspolitik am Anfang sowas sagen, dass das eine Voraussetzung für Bosnien überhaupt mit EU-Beitrittsverhandlungen anzufangen, dass man zum Beispiel sowas ändern muss, zum Beispiel wie Sejdic Finci oder sowas. Ist das wirklich die wichtigste Frage für Bosnien in dieser Zeit? Und schaffen wir das? Und wie viel Positives kriegen wir, wenn wir sowas schaffen? Ich habe ziemlich viel und noch dazu zu sagen, wir waren beide ziemlich überrascht, dass man so positiv über Albanien gesprochen hat und überhaupt über die EU-Erweiterung im Westbalkan. Aber was man wissen soll, ist, dass die Politiker in Bosnien-Herzegowina, aber auch in Westbalkanländern nicht glauben, dass die EU wirklich ernst mit EU-Erweiterung ist. Und das ist auch die Message von Sofia Summit, von Präsident Macron oder von anderen. Ja, ihr habt klare Beitrittsperspektive, aber das wird lang dauern. Wir werden ziemlich viel von euch verlangen. Wir wissen noch nicht, was genau verlangen wir. Auch wenn es um Justizreform zum Beispiel geht, wenn man nach Polen schaut oder nach Ungarn, dann ist es wirklich nicht klar, was EU-Standard ist, wenn es um Justizreformen geht. Und dann die Politiker sehen das. Die sehen den Angst, die haben das klar gesehen unter 27 oder 28 Premierminister, das, was mit Spanien passiert ist, dass die Spanien nicht dabei war wegen Kosovo. Das alles ist ein Signal für die Politiker, dass eigentlich die EU-Seite nicht ernst ist. Und dann, wenn die EU kommt und sagt, ja, wir möchten, dass ihr zum Beispiel in Bosnien sich mit Sejdic Finci beschäftigen und dass wir die ganze Krieggeschichte, Postkonflikt, Resolution, Verfassung, wer ist für was zuständig, wer kriegt mehr Recht, wer kriegt weniger Recht, dass sie sich zuerst damit beschäftigen, dann die fragen richtig, ob es wirklich wert ist, mit sowas zu beschäftigen, wenn es auch kein Druck von unten, sage ich, von Leuten, die wirklich dann, dass man wirklich die Wahlen verliert, wenn man wirklich die Kandidatenstatus zum Beispiel nicht kriegt oder wenn man die Verhandlungen nicht öffnet. Eigentlich nicht. Man kriegt zum Beispiel mehr Stimmen, wenn man sich, es ist eigentlich nicht, es bewegt die Wähler nicht, dass man Kandidatenstatus kriegt und dann alle sagen, ja, die Politiker sind super, wir wählen dann die Politiker. Dann ist wirklich dann die Frage für Brüssel oder Berlin oder auch für uns, die sich mit EU-Erweiterungspolitik beschäftigen, was soll man dann, wie soll man den ganzen Prozess gestalten und was möchten wir damit schaffen?
Und das passiert auch in Zeiten, wenn man Russland hat, wenn man in der Türkei mehr Einfluss in der Region hat. Und ich muss dazu sagen, das wäre mein erster Ding, die ich sage, ich war wirklich überrascht, wie viele Leute haben es gesprochen, dass aus der Türkei, wenn es um EU-Annäherung geht, dieser ganze Event in Sarajevo, nur negative Einfluss auf Bosnien hat und dass es was Böses ist und etc. etc. Wenn ich schaue nach Brüssel und sehe, dass die Türkei Kandidatenstatus seit 1999 hat, dass die Verhandlungen über den Beitritt mit der Türkei seit 2005 geöffnet sind, dass die Türkei NATO-Mitglied ist, und das wirtschaftlich besser geht als Bosnien, dann frage ich mich, vielleicht sollte die Türkei Vorbild für Bosnien sein. Wenn es um Prozess geht, wenn es um Realität geht, dann Bosnien ist besser als die Türkei. Es gibt keine politischen Gefangene. 150 Journalisten sind nicht im Gefängnis derzeit wie in der Türkei. Es gibt nicht diese tausende Leute, die ohne Job sind in Justiz von einem Tag auf anderen Tag. Bosnien geht besser als Türkei. Aber wenn man aus Brüssel-Perspektive anschaut, dann sieht man, dass Bosnien überhaupt keinen Kandidatstatus hat, dass Verhandlungen nicht geöffnet sind, etc. etc. Und das ist ein bisschen, das bringt dann noch ein bisschen entweder Komplexität oder Unklarheiten zu den ganzen EU-Annäherung-Geschichte. Und deswegen auch haben wir weniger geschafft oder die EU hat es weniger geschafft in Bosnien, würde ich sagen. Danke. Nikola, siehst du das auch so? Ich würde vielleicht die Perspektive ändern, also weniger von der, also weiter um die EU-Perspektive, aber nicht von Brüssel aus gesehen oder im Vergleich zu den anderen Ländern, sondern vielleicht eher aus der Perspektive von innerhalb von Bosnien-Herzegowina. Wenn ich auch sehe, also wie gesagt, ich lebe seit 11 Jahren da und zu sehen, wie weit sich da auch Stimmung in Bezug auf EU-Annäherung geändert hat oder nicht. Also es ist schwierig einzuschätzen. Es ist, vielleicht kann man verschiedene Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene ist tatsächlich die politische Ebene, wo zwar von den politischen Eliten in Bosnien-Herzegowina immer natürlich der Diskurs ist, wir wollen in die EU, aber de facto sehr wenig dafür getan wird, weil tatsächlich der momentane Status quo den herrschenden Eliten eigentlich am besten passt. Also die momentane Situation, wo sie in Machtpositionen sind, die sie maximum ausnutzen können, ist das, was am besten passt. Also das heißt, je langsamer es vorangehen kann, um es vereinfacht zu sagen, ist es gut. Natürlich kann man gleichzeitig nicht sagen, wir sind gegen die EU, aber insofern kann man das oft mehr als Lippenbekenntnisse und die Fortschritte sind in diesem Sinne ja wirklich tatsächlich auch sehr langsam. Auf der Ebene der Bevölkerung, das ist dann schwieriger einzuschätzen, also ich meine, eines sind Umfragen, andererseits, was mich immer gewundert hatte auch, ist tatsächlich, wie stark der Nichtregierungssektor sich lange überhaupt nicht für europäischen Integrationsprozess interessiert hat. Also viele Nichtregierungsorganisationen arbeiten zu ganz vielen Themen, aber eben nicht zur EU-Integration. Da fand ich es ermutigend, dass vor einigen Jahren sich ein Netzwerk von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen gebildet haben mit dieser EU-Monitoring-Initiative, weil das war das erste Mal, dass tatsächlich jetzt auch Nichtregierungsorganisationen gesagt haben, EU-Integrationsprozess geht nicht nur die politische Ebene was an, sondern betrifft das ganze Land und damit auch uns als Nichtregierungssektor. Aber das bleibt weiter etwas relativ Beschränktes, also aber immerhin besser als vorher, wo es gar nichts dazu gab. Was jetzt auf der Ebene der Menschen ist die EU natürlich näher gekommen. Man merkt sie halt jedes Mal, wenn man nach Kroatien an die Küste fährt, weil jetzt die Warteschlangen länger sind, weil das jetzt EU-Außengrenze ist. Was meines Erachtens einen paradoxen Effekt hat. Also gleichzeitig einerseits natürlich ein bisschen nervig, weil man halt warten muss. Aber gleichzeitig die Frage ist natürlich, inwieweit es natürlich auch die EU-Realität dann doch auch näher macht dem Alltagsleben. Also früher konnte man sagen, die EU ist was völlig Abstraktes und man konnte, die Hoffnung war, okay, mit der EU wird alles besser, nach dem Motto, aber ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Jetzt ist die EU wirklich sozusagen an den Türen, an den Grenzen da. Das heißt, es zwingt vielleicht auch zu einer stärkeren Auseinandersetzung. Was bedeutet es denn, in der EU zu sein? Und vielleicht auch ja hoffentlich mit einer kritischen Auseinandersetzung. Das hat man ja auch gemerkt, also als dann plötzlich gewisse
Milchprodukte aus den Grenzgebieten von Bosnien nicht mehr nach Kroatien importiert werden konnten und so weiter und so fort. Was bedeutet das? Und ich hoffe, dass das dann eben auch tatsächlich dann die EU-Erweiterung nicht nur jetzt als Allerheilmittel gesehen wird, sondern tatsächlich auch eine kritische Auseinandersetzung. Was bedeutet EU-Beitritt? Wollen wir das überhaupt? Also nicht nur einfach nur als Automatismus, das muss so sein, weil there is no alternative, sondern tatsächlich, wobei da sind wir, so weit sind wir glaube ich noch nicht, aber es gibt Anzeichen dafür, denke ich, dass tatsächlich auch so eine Debatte, so eine Diskussion stärker stattfindet. Und das fände ich sehr begrüßenswert. Und ich denke, dadurch, dass tatsächlich jetzt die EU sehr viel näher dran ist. Ein letztes Wort noch zur EU-Delegation in Sarajevo selbst. Die meines Erachtens spielt eine sehr ambivalente Rolle. Weil einerseits, aber das spiegelt auch ein gewisses Attitüde aus Brüssel wieder, wobei auch hier ist ja gespalten. Ich meine, was die Kommission sagt und was einzelne Regierungen sagen, ist ja nicht dasselbe. Also da ist natürlich auch, die EU spricht ja nicht mit einer Stimme. Also insofern auch die Kommission würde ja lieber schneller sein. Es sind mehr einzelne Regierungen, die eher bremsen und sagen, nein, das dauert viel länger. Also insofern werden hier ja auch widersprüchliche Signale gesendet. Das spielt natürlich auch denen in die Hände, die in Bosnien darauf nur interessiert sind, auf den Status quo abzuhaken. Und in Bosnien selbst, denke ich, ist tatsächlich auch die EU-Delegation, ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem EU-Delegationsmitglied, da war eigentlich das wichtigste Ziel für Bosnien schien Stabilität. Also nicht Veränderung, sondern Stabilität. Und das ist natürlich etwas, so nach dem Motto, dann, was muss sich denn dann verändern? Also ich meine, das ist natürlich auch ein innerer Widerspruch. Also das heißt, Stabilität heißt natürlich auch kein Krieg und keine Flüchtlinge. Ja, und das kann man ja oft auch damit zusammenfassen oder wird oft auch so zusammengefasst, Brüssel ist zufrieden, solange es keinen Krieg gibt und keine Flüchtlinge. Ja, weil das wäre sozusagen das, was wirklich Angst macht. Ja, und im Moment gibt es weder Krieg und es gibt auch keine Flüchtlinge aus Bosnien. Es gibt jetzt neue Flüchtlinge aus Nordafrika und Syrien, die jetzt über die Bosnienroute gehen, aber das ist ein anderes Thema. Und solange es keinen Krieg und keine Flüchtlinge gibt, wieso müssen wir uns dann so sehr drum kümmern? Ja? Und das ist natürlich auch, zeigt ja dann nochmal, also wie groß ist jetzt wirklich das Interesse von gewissen EU-Kreisen? Ich will die auch nicht in einen Topf werfen, weil ich denke, da gibt es auch wieder strebende Tendenzen innerhalb der EU, da wirklich Sachen voranzubringen. Also inwieweit besteht da nicht wirklich ein innerer Widerspruch zwischen Hauptsache es ist Stabilität und inwieweit ist eine solche Stabilität wirklich auch vereinbar mit einem wirklichen Fortschritt auch in Richtung EU? Also da sehe ich also eine schwierige Frage, wo auch die EU mit einem inneren Widerspruch konfrontiert ist. Darf ich dir noch eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Und zwar jetzt, als es um Albanien ging, hieß es, dort habe die Bevölkerung einen Hoffnungsüberschuss. Und den dürfe man nicht strapazieren oder nicht allzu sehr strapazieren, eben wegen all diesen Gründen, weil die ja schon so lange auf vieles verzichten. Trifft das auch auf Bosnien-Herzegowina zu? Ja, das höre ich irgendwie auch schon seit 10 Jahren. Also da wundert mich aber auch wirklich, ich meine, ich bin ohnehin überrascht, allein von Sarajevo. Was Sarajevo hatte ja die Präsenz der internationalen Staatengemeinschaft während der 3,5 Jahre Belagerung in Form der UNO-Soldaten, die Essen auslieferten, aber sonst nichts machten. Und insofern war ich ja schon selbst immer wieder überrascht, dass ich als Ausländer, wie wenig negativ Resonanz ich eigentlich entgegennehmen muss, obwohl das, was wirklich auch die Bevölkerung Sarajevos erlitten hatte mit der Passivität der internationalen Staatengemeinschaft. Und dann hieß es immer wieder, als ich kam, ja, die EU ist die einzige positive Perspektive oder der einzige Hoffnungsschimmer für die Bevölkerung Bosnien-Herzegowinas. Ich habe jetzt nicht mehr die Umfragen im Kopf, aber andererseits weiß ich jetzt nicht, ob Umfragen auch wirklich so aussagekräftig sind. Ich denke, viele Menschen in Bosnien sind nüchtern kritisch genug, um da jetzt weder die EU als absoluten Heilsbringer zu sehen, sondern auch eigentlich oft sehr, ja, ich weiß nicht, also das ist jetzt zwischen pragmatisch, fatalistisch oder irgendwie wird das schon, also
Insofern, das heißt jetzt aber nicht, dass das ein Freibrief ist für die EU, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also ich glaube tatsächlich, dass da gewisse Gefahren bestehen, falls das weiter verzögert wird, der Annäherungsprozess, und es da keine Fortschritte gibt. Aber es ist mir jetzt schwierig zu urteilen, was jetzt wirklich so ein bisschen die Stimmung in der Bevölkerung ist in Bezug auf das. Also da will ich mich da vielleicht etwas zurückhalten mit einer abschließenden Aussage. Mhm. Also die abschließende Aussage, die kommt auch erst später für euch alle. Aber jetzt noch, Tobias, du hast dich, ich habe gesehen, Notizen gemacht. Möchtest du auf etwas schon reagieren, was gesagt wurde? Ja, wenn ich darf. Ich würde gerne nochmal diese EU-Frage und die Methode in den Vordergrund stellen. Ich glaube, es gibt eine wirkliche Tragik. Und die Tragik, das schreibt auch Solveig Richter und auch in den anderen Artikeln von Grommes und anderen kommt das durch. Die Tragik ist natürlich, dass die EU-Integrationsmethode bei Bosnien, aber auch zu einem Teil der Kosovo, als multiethnisch verfasste Staaten irgendwie nicht greift. Also man denken würde, die EU sollte doch das sein, in dem sich dann ein multiethnisch verfasster Staat sehr gut integrieren kann. Und das ist natürlich einfach sehr bedauerlich, weil das ist auch vielleicht, sagt auch sehr viel über die EU aus. Und wenn wir uns die EU angucken, wie sie sich darstellt heute, ist sie natürlich ganz stark auf Nationalstaaten ausgerichtet. Und die beiden Staaten, die am ehesten so ein bisschen multinationaler auch von ihrer Verfassungsordnung daherkommen, oder drei, je nachdem, wie weit man es nimmt, wie das Vereinigte Königreich, Belgien und Spanien, sind auch die, die wiederum entweder jetzt austreten aus der EU, aus anderen Gründen, aber auch, wie Spanien, ein ganz großes Problem mit multinational verfassten Staaten haben. Und genau dieser nationalstaatliche Problematik kommt jetzt wieder rein ins EU-Geschäft. Und da sehe ich auch ein ganz großes Risiko, dass nämlich die Nationalstaaten nicht nur ihre Vetorechte, auch Deutschland, versuchen, gegenüber dem Westbalkan an verschiedenen Stellen reinzubringen, sondern dass auch der Konsens, der ja mühsam erkämpft worden ist in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren, zu sagen, wir machen das als gemeinsames Projekt, Erweiterung, Veränderung der Westbalkanstaaten und eben eine friedliche gemeinsame Zukunft, dass dieser Konsens nicht unbedingt auf Dauer gegeben ist. Ich glaube, Sofia, ich hoffe, es wird es nicht sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in 10 Jahren sagen, dass Sofia dann doch sowas wie ein Ende des so verfassten Beitrittsprozesses war, dadurch, dass eben Spanien angefangen hat und es auch eigentlich keine Widerrede bekommen hat. Weder aus Berlin, noch aus Paris, noch aus Rom hat man gesagt, nein, wir haben alle diese Kosovo-Sache so angefangen und wir sehen sie weiter durch. Und es kann nicht sein, dass es jetzt auf einmal heißt, es sind nicht mehr Staaten, sondern nur noch Partner. Und es kann auch nicht sein, dass Helga Schmidt als Stellvertreterin von Frau Mogherini sagt, dass Kosovo eine Zukunft mit der Europäischen Union hat und nicht mehr in der Europäischen Union. Und dieses, wenn es bei Kosovo anfängt, kann es auch sein, dass es weitergeht. Und ich glaube, hier müssen wir die Hoffnung auf den politischen Prozess innerhalb der EU dann doch noch mal etwas höher schrauben. Und hier ist, glaube ich, auch das größte Risiko. Dort, wo die Kommission agiert und sie agieren konnte, aber sie ist geschwächt, haben wir eigentlich Fortschritt gesehen. Ohne die Europäische Kommission gäbe es keine Visabefreiung. Das war das letzte große Ding für die Bürger. Das ist fast 10 Jahre her. Wir saßen auch hier bei Veranstaltungen der Böll-Stiftung zu dem Thema. Aber ohne Kommission gäbe es auch nicht die Handelsverträge. Jetzt können wir kritisieren, was der Effekt des Handels ist, aber der Freihandel mit der Europäischen Union wird seit dem 1. Juli 2018 praktisch vollständig sein. Seit dem 1. Juli 2008 haben wir einen Freihandelsvertrag als Europäische Union mit Bosnien, jetzt wird er vollständig sein. Das läuft. Es läuft auch eben das, was wir eben an Integration sehen, Kulturprogramme etc. Also auf so einer technischen Ebene beginnen die Dinge weiter sich zu entwickeln. Gleichzeitig gibt es eben diese große Verbindung auf der menschlich-emotionalen Ebene, die ja Bosnien komplett unterschiedlich macht zu anderen Beitrittserfahrungen. Es gab fast noch nie ein anderes Land, wo so viele Bosnier oder bosnischstämmige Menschen in der Europäischen Union schon leben. Wir reden ja von knapp einem Viertel der Vorkriegsbevölkerung, also vor Dayton, die ja mehr oder weniger vor allem in EU-Mitgliedstaaten lebt, plus so ein bisschen Vereinigte Staaten und Australien. Wir haben noch nie so einen intensiven sprachlichen, persönlichen Austausch gehabt mit einem Land. Man kannte Bosnien nicht so viel, man kannte Estland nicht so, wie man Bosnien jetzt kennt. Man kennt Estland bis heute nicht in großen Teilen der Europäischen Union. Also auf dieser Ebene gibt es ganz, ganz viel, was passiert.
Ich sehe halt das größte Risiko an dem politischen Desinteresse innerhalb, sage ich das mal, Brüssel und dass dort ein Konsens aufbricht, dass man eben sich besonders bemüht um diese multinationalen Staaten, die besonders durch den Krieg gezeichnet sind und geschädigt worden sind, dass dieser Konsens langsam bröckelt. Das hat auch was mit Generationen zu tun, das hat was mit, du hast Herrn Fischer zitiert, dass man es eben nicht geschafft hat rechtzeitig. Und ich sehe gleichzeitig eben, dass diese politische Klasse, und das schreiben wir ja auch in diesem Buch verschiedene Autoren, dass die politische Klasse die eben nicht diesen Druck spürt, zu sagen, wir wollen wirklich eine Veränderung haben. Und da kommt genau diese Paradoxon rein. Es gibt gleichzeitig eben eine starke EU-Integration. Es gibt Zugang zu Kapital. Wir haben eine euroisierte Wirtschaft mit sehr niedrigen Inflationsraten. Wenn man sich die Geschichte anguckt, hatten wir noch nie so niedrige Inflationsraten. Bosnien war gekennzeichnet durch die Jugoslawien galoppierende Inflation. Wir haben Zugang zu Kredit. Für die Privaten relativ schwierig, aber es gibt den Zugang zum Kredit. Es gibt den Zugang zum internationalen Zahlungsverkehr, es gibt den Zugang zum internationalen Luftverkehr, es gibt all diese Dinge. Insofern macht das natürlich auch die politische Reform so ein bisschen müde. Denn sozusagen Wohlstand schaffen auf der Ebene von Erdogan kann man mit dieser Art von EU-Integration. Und jetzt der dritte und letzte Aspekt, und das ist eben wirklich dann das wirklich Besorgniserregende. Und Adnan, du hast es sozusagen positiv gewendet, ich würde es negativ wenden, nochmal sagen, dass die Länder, die am weitesten fortgeschritten sind, gerade im sogenannten EU-Erweiterungsprozess, die sind, wo wir am wenigsten gesellschaftlichen, demokratischen Fortschritt sehen. Sei es verhaftete Journalisten oder wenn wir ins Nachbarland gucken, nach Serbien, wo sich da auch ein autokratisches Regime etabliert. Oder jetzt in Montenegro, wo wieder eine Journalistin Gewalt erfahren musste und mundtot gemacht werden sollte. Das heißt, irgendwo ist da was zerbrochen. Nämlich eine Verbindung zu sagen, europäische Integration heißt auch mehr Demokratie, mehr Menschenrechte und mehr gesellschaftlicher Fortschritt in Anführungsstrichen. Also das ist ein sehr kompliziertes Bild, das sich hier darstellt. Und ich glaube, der Zeitstrahl, den die Solveig Richter versucht hat, hier in diesem Buch zu erarbeiten, um mal so parallel zu zeigen, was ist denn eigentlich passiert in den letzten 20 Jahren auf der EU-Ebene, in Bosnien, in der Region, ist da ganz interessant zu sehen, wie viel Ablenkungen es auch gab. Und die Frage ist, wird man wieder so eine Konzentration hinfinden, auf zumindest für einen Zeitraum, sich mit so den Fragen wie Bosnien dann zu beschäftigen auf der Ebene der Europäischen Union, an höherer Ebene? Und schwierig. Ganz ehrlich, schwierig, weil in meinem Plan steht, wir wollen das für das Publikum eröffnen, die Diskussion. Wir haben hier, genau, also später kommen wir noch mal zu euch dreien, aber ich würde euch jetzt euch alle einladen für Wortmeldungen, Fragen sehr gerne. Kommentare natürlich auch. Ja, vielen Dank. Leon Maciuszek ist mein Name. Eine Frage, diskutieren Sie auch die besondere Rolle der Länder, also der deutschsprachigen Länder, Österreich, Deutschland, Schweiz, die ja, glaube ich, 500.000 Flüchtlinge auch aufgenommen hatten. Wir haben sehr viele Anker zwischen diesen Ländern. Wir haben Namen wie Stojic und Cery Magic, die gehören fast jetzt zu Deutschland dazu. Halt. Die Bundesliga könnte gar nicht mehr ohne die Leute auskommen. Halt. Was diskutieren Sie da? Wie hat sich das entwickelt in Bosnien? Wie hat sich die deutsche Sprache auch in den Schulen und im Unterricht da getan? Fragen sammeln. Ja, hallo, Sonja Schiffers, FU Berlin. Ich habe eine Frage zu anderen externen Mächten sozusagen, die im Balkan aktiv sind, also vor allem Russland und die Türkei. Dazu promoviere ich auch. Und mich würde interessieren, wie bedeutend Sie die Rolle Russlands und der Türkei sehen in den Herausforderungen für weitere Demokratisierung auf dem Balkan, also vor allem eben auch in Bosnien. Es gab ja kürzlich dieses Buch von Dimitar Bechev, Rival Power, wo er ja aber ein sehr sober Assessment, sage ich mal, von Russland als Akteur im Balkan macht. Und Russland ist ja wirtschaftlich auch deutlich unbedeutender als die EU, aber trotzdem natürlich einflussreich, vor allem in der Republika Srpska. Wie wichtig sehen Sie die Rolle der beiden Akteure? Danke. Was soll man jetzt tun? Der Herr im Grund.
Ich möchte nur ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, also was in Bosnien passiert eigentlich. Da ist ein Wahlsystem etabliert, wo die Wahlen praktisch alle 2 Jahre stattfinden. Ja? Das heißt, das ist ständige Polarisierung. Der Staat ist nicht mehr imstande, eine Depolitisierung überhaupt durchzuführen, was eben das wichtigste Rolle überhaupt des Staates ist, sondern in Lesart von den Bosnien, also wird ständig also durch die populistische nationalen, das Volk wird aufgerüttelt. Also das wird so. Zweite Sache ist Dayton-Vertrag. Es gibt eine Sache im Dayton-Vertrag, was sehr wichtig ist und keine also Ziel darauf. Im Dayton-Vertrag steht tatsächlich, dass es Zentralbank unabhängig sein muss. Ja? Was, woraus sich sehr wichtige Konsequenzen herziehen, also nämlich die wirtschaftliche, überhaupt die Möglichkeit der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja? Und als Konsequenz davon, zum Beispiel, nur ein Beispiel, wir haben eine Firma in Bosnien, wir müssen 1% von Bruttonational, von dem Umsatz in der Firma an die Banken abgeben, als Gebühren. Das heißt, 1% von Bruttonationalprodukt wird abgeführt, einfach, Raiffeisen, also leicht grüßen. Ja. Und seit 25 Jahren in Bosnien ist es ungefähr 3% Wirtschaftswachstum. Ja. Die Bevölkerung hat absolut gar nichts davon. Ja, weil die Löhne sind genauso, so, wo sie früher waren, bei 250 Euro, glaube ich, also ist Mindestlohn. Und es bleibt dort. Ja. Und das sind die überhaupt das wichtigste Parameter in die gesamte politische Debatte. Ja. Und nur noch eine Feststellung, also leider können wir nicht für Estonien sein, weil wir, Estonien ist sowohl gegen Russland, wir sind es nicht. Also Geopolitik spielt auch eine sehr entscheidende Rolle, ob jemand in die EU kommt oder nicht. Und ob jemand also gut hat oder nicht. Das war so seit dem Zweiten Weltkrieg genauso wie heute. Danke. Ja. Genau, und wir haben eigentlich noch 2 Wortmeldungen, das ist ja schön. Ja? Geht sich das? Guten Abend, mein Name ist Per Brodersen. Ich habe eine Frage zum Buchtitel. Wir beobachten stark autoritäre Tendenzen in Polen, in Ungarn. Wir sind Zeuge des Brexit gerade, Großbritannien. Was ist die europäische Normalisierung? Genau, und wir haben hier noch vorne eine Frage. Das ist der Buchtitel, das ist der Veranstaltungstitel. Entschuldigung, hier vorne der Herr in der ersten Reihe, Walter. Genau, Walter Kaufmann von der Böll-Stiftung. Wir haben ja so ein bisschen hier auch vertreten die Diskussion über zu viel Alarmismus, Fragezeichen. Ja, ist Alarmismus schlecht für Bosnien? Und mir sind viele dieser Argumente sympathisch, ja, zu sagen, wir sollten nicht nur von Krise zu Krise zu Krise reden und wir sollten nicht die ganze Zeit besser wissen, wie denn Bosnien konstruiert sein sollte, etc. Gleichzeitig, auch nachdem ich das Buch gelesen habe, erschüttert einen tatsächlich einiges ziemlich, was die Output-Legitimation angeht. Ja, wenn man sagt, okay, wie auch immer dieses System aussieht, wie auch immer wir das haben wollten oder nicht, egal, es kommt darauf an, was hinten rauskommt. Ja. Es kommt verdammt wenig hinten raus, im positiven Sinne. Ja. Auch dass so viele Menschen hier sind, ist ja auch so super, das ist, ja, und wir alle froh sind, aber es ist ja auch ein Zeichen davon, dass es wenig Gründe gibt, dort zu sein, ja, und wenig Perspektiven, die man sich dort bauen kann. Das heißt, und wir haben die Langeweile auf europäischer Ebene, die Doppelzüngigkeit, die Unentschlossenheit, die inneren Krisen etc. Es gibt schon eine ganze Menge Gründe für Alarm, ja, wenn man auch nicht gleich Alarmismus sagt. Ja. Aber das Problem haben wir eben immer, und wir als Böll-Stiftung, wie alle, die hier vertreten sind, haben das Problem, wie kommunizieren wir, welche Kommunikation setzen wir auf, um Veränderung möglich zu machen. Ja? Zu viel Alarmismus kann das Gegenteil bewirken, völlig richtig. Ja? Zu wenig Alarm aber auch. Ja? Und
Das wollte ich einfach nochmal als Dilemma sozusagen deutlich machen. Ja, vielen Dank auch, dass Sie das gesagt haben, denn es ist eine sehr undankbare Situation, auch immer wieder darauf hinzuweisen, weil man sehr oft in diesem, man kann nicht andauernd Opfer sein und vor allem, dann, wenn man selber aus dem Land kommt, wird einem das auch oft vorgeworfen. Ja, aber man muss da raus aus dieser Opfermentalität. Das ist jetzt leider nicht genug Zeit, damit ich da noch näher darauf eingehe, aber trotzdem danke für Ihre Wortmeldung. Wir haben, ich würde euch aber zuerst bitten, dass wir auf die ersten vier Fragen antworten und dann, wenn noch Zeit ist, dann sehr gerne noch weitere. Also die erste war Nicola. Vielleicht, aber wie gesagt, was Walter Kaufmann gesagt hat, wollte ich auch nochmal unterstreichen. Also es ist die Schwierigkeit, wirklich auch über Bosnien-Herzegowina zu sprechen und dann einen angemessenen Ton zu finden zwischen der, wo die Sorge tatsächlich um das Land, um den aktuellen Zustand, die weitere Entwicklung zum Ausdruck bringt, ohne fatalistisch zu werden. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch, vorhin kam zweimal das Wort, es gibt viele Veränderungen im Land, also das war mir dann doch zu positiv. Es gibt Veränderungspotenzial, aber ich sehe tatsächlich natürlich auch vor allem erstmal die Probleme, aber das soll nicht heißen, dass es nur Probleme gibt. Ich wollte kurz auf zwei Punkte antworten und das können die Kollegen dann ergänzen. Also das eine, die Frage, inwieweit in dem Buch auch die Beziehungen zu den deutschsprachigen Ländern ein Thema sind. Also sie sind kein extra Kapitel, ja, allerdings in der Einleitung, wo wir versuchen zu erklären, warum lohnt es sich gerade als deutschsprachiger Mensch, sich für Bosnien-Herzegowina zu interessieren, haben wir ein ganzes Unterkapitel zu den Beziehungen zwischen Bosnien-Herzegowina und den deutschsprachigen Ländern und wie sie sich in den letzten 100 Jahren entwickelt haben. Also da versuchen wir tatsächlich einfach das auch als Faktum darzustellen, wie sich die Entwicklung auf politischer Ebene, aber eben auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene da entwickelt haben. Und tatsächlich ist es, kann man durchaus sagen, also ausgenommen jetzt die unmittelbaren Nachbarländer Kroatien und Serbien, kann man sicherlich sagen, wenn man sich alle anderen Länder der EU oder Europas anschaut, sind die Beziehungen zwischen Bosnien-Herzegowina und den deutschsprachigen Ländern sicherlich am stärksten, ja, in verschiedener Hinsicht. Also insofern ist das ein Unterkapitel, ohne jetzt ein eigenes Extrakapitel zu sein. Und dann vielleicht noch eine zweite Bemerkung. Also der Titel des Buches ist völlig langweilig, ja, also das politische System Bosnien-Herzegowinas, ja. Zwar der Untertitel Herausforderungen zwischen Dayton-Friedensabkommen und EU-Annäherung. Der Untertitel verdeutlicht, glaube ich, was wir auch am Anfang gesagt haben, zu sehen, wo das Land ist, ja, und welche Herausforderungen stellen sich da. Der Titel hier für die Veranstaltung ist tatsächlich nicht der Titel des Buches, aber der ist natürlich auch in einem gewissen provozierend gemeint und die Frage ist natürlich richtig. Als wir darüber diskutiert haben, habe ich auch mir gedacht, man könnte die Sache eigentlich auch umdrehen. Also inwieweit befindet sich Europa auf dem Weg Bosnien-Herzegowinas in dem Sinne von weiterer, also inwieweit ist Bosnien-Herzegowina die neue europäische Normalität im Sinne von Teilung, Nationalismus und Ähnliches. Also insofern ist das natürlich, wirft das die Frage auf, aber das war natürlich bewusst in dem Sinne und bin froh, dass diese Frage gestellt wurde. Was heißt Normalität in dem Sinne? Ja? Also sind die populistischen Bewegungen und Regierungen, ist das die neue Normalität oder nicht? Ja. Also es war auch die Frage mit den Außenmächten. Ist das für dich, Adi? Ja. Ich möchte nur zuerst sagen, dass Deutschland, ein positives Bild in Bosnien-Herzegowina hat, mit alles, was auch während der Krieg gemacht war, aber auch später. Vielleicht für deutsche Sprache bin ich nicht das beste Beispiel dafür. Ich habe sehr spät Deutsch angefangen zu lernen, aber es gibt ziemlich viele Leute, die Deutsch sehr gut als Muttersprache sprechen. Und ich glaube, die Beziehung ist wirklich, wirklich, wirklich stark zwischen zwei Ländern. Wenn es um Außenmächte geht, ich würde es umgekehrt anfangen. In Bosnien, wenn der Druck in Bosnien nur von außen kommt, das heißt, wenn nur
die Leute von außen möchten, dass Bosnien was anders ist, als es heute ist, dann werden wir nicht viel schaffen. Das heißt, wir brauchen, dass die Leute und dass die Politiker in Bosnien sowas auch möchten. Ich sage es ganz ernst und dann antworte ich auf ein paar Fragen. Politikern in Bosnien ist ziemlich klar und war klar gesagt von Politikern aus Brüssel, aus Berlin und aus anderen Mitgliedstaaten, dass Serbien und Kosovo Priorität hat und dass wir müssen zuerst Kosovo und Serbien lösen, dann vielleicht kommt Bosnien dran. Das heißt, dass zum Beispiel Politik in Banja Luka mehr und mehr von Belgrad selbst geführt wird, im Sinne von dem Ziel, die wirklich Belgrad mit Kosovo schaffen möchte. Das heißt, Bosnien ist zu einem Teil Teil von dieser Package. Zweitens, das, was gesagt hat, wenn man nach Polen oder Ungarn schaut und die Politiker in Bosnien das schauen, dann die Fragen EU-Delegation in Bosnien, Justizreform, was für Justizreform? Sollten wir zurück zu sowas, was jetzt in Polen passiert, dass wir wählen Staatsanwälte und Richter, da in Bosnien wirklich Parlament hat keinen Einfluss, direkten Einfluss auf wer Staatsanwalt oder Richter ist. Oder wenn wir über Österreich reden, letzte Woche war diese ganze Meeting in Bleiburg mit ganze Ustascha und Zweiter Weltkrieg-Dinger und einer von drei Mitgliedern von bosnischen Staatspräsidium war dort und Politiker aus Bosnien. Und die sagen, ja, sowas passiert in Österreich und ist erlaubt, dann ja, möchten wir auch in Mostar oder in Travnik, Zenica, Sarajevo sowas haben. Sie dürfen uns nichts sagen. Wenn es nur von draußen ist. Wenn niemand in Bosnien sagt, na, wir akzeptieren sowas nicht und dann wir wählen Čović nicht, da er diese Pro-Ustascha oder was immer ist, dann schaffen wir ganz, ganz, ganz wenig. Und dazu möchte ich dann zu Russland kommen. Wir haben die Politiker aus Russland vor einen Monat gehabt, die hat eine Rede im Parlament gehalten, sie hat gesagt, na, wir möchten, dass Bosnien bleibt so, wie es ist. Und das ist zurück zu ursprünglicher Dayton geht. Das heißt, wir möchten, dass es vielleicht drei Ministerien auf Staatsebene gibt. Und wir unterstützen sowas. Und dann kommen Leute aus der EU und sagen, ja, ihr seid nicht Priorität. Eigentlich in Polen wissen wir nicht, was Justiz ist. Und vielleicht geben wir mehr Geld oder nicht mehr Geld. Und Macron sagt nicht ja. Aber wir möchten, dass es mehr Staatsministerien auf Staatsebene gibt oder dass ihr sich mehr mit Menschenrechten beschäftigen. Und dann Politiker in Bosnien wissen, dass das nur die Rede ist und nicht, dass es ernst gemeint ist und dass Instrumente dazu nicht da sind, da wirklich Leute aus Brüssel sagen, Kandidatenstatus kommt nicht und wir sagen nicht, was wir machen müssten für den Kandidatenstatus oder für die Öffnung von Verhandlungen, da wir wirklich nicht glauben, dass Bosnien sowas kann und dass wir sowas schaffen. Und dann kriegen wir autoritäre Tendenzen. Ich habe ein Buch von Madeleine Albright gelesen, wo es sagt, dass es gibt, diese Leute sind einfach, die möchten Freiheit haben, aber wenn die Zeiten nicht klar sind und wenn es ziemlich viel Ungewissheit gibt, dann Leute möchten geführt sein. Und ich glaube, dass in Bosnien, aber auch in ziemlich vielen Ländern in Europa, so, wir sehen sowas, wo die Leute dann sagen, okay, die EU passiert nicht oder passiert nicht so bald, wir können nicht Estland sein und nie werden wir sowas wie Estland sein. Dann ja, einfach Čović, mach was du willst oder Dodik, mach was du willst und wir hoffen, dass irgendwann dann was Gutes passiert. Denn jetzt bin ich wahrscheinlich pessimistisch und dann komme ich zu eurer Frage und das ist mein letzter Teil. Sollten wir mehr Leute in Europa, Leute in Berlin und Brüssel alarmieren? Ja, aber über Sachen, die wirklich wichtig sind. Jetzt kommen ziemlich viele Leute aus Bosnien nach Deutschland zu arbeiten. Und die schaffen hier zu kommen, die sprechen Deutsch, die waren während der Krieg wahrscheinlich als Flüchtlinge in Österreich oder in Deutschland, die haben so, derzeit so eine Ausbildung, dass die, wenn die da sind, schaffen sich dann ins Jobmarkt zu integrieren. Ich bin nicht sicher, ob die Bildung in Bosnien derzeit so gut ist, dass in 5 oder 10 Jahren Leute, die aus Bosnien nach Deutschland kommen, sich schnell ins Gesellschaft integrieren können. Und das werde dann weitere Probleme. Und darüber sollten wir alarmiert sein. Wenn wir nicht die Lage dort ändern, sodass Bosnien Estland
wird, oder Bulgarien zumindest, dann müssen wir zumindest machen, dass die Bildung dort so gut ist, dass wir diese Geschichte oder diese Stabilität, die eigentlich einzige Politik derzeit in Bosnien ist, wenn es um einige Mitgliedstaaten geht, dass wir dann zumindest das auch nicht verlieren, wenn wir nicht mehr kriegen. Aber ich komme aus Bosnien, ich weiß, wie einfach ist es, demotiviert zu sein. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen anders reden, auch wenn es um Wählen geht. Wenn die Politiker glauben, dass wenn die starke Worte sagen, wenn die sagen, Genozid in Srebrenica hat es nicht passiert, Bosniaken waren Opfer, die mussten sich gegen, oder was immer sagt, wer immer, es ist wirklich egal. Und die glauben, dass die schaffen, Wahlen zu gewinnen, mit so einem Narrativ, dann ist Bosnien verloren und wird es für immer verloren. Wenn wir nicht schaffen zu erklären und Leute dazu zu bringen, für was anderes zu wählen oder zu sagen zu Dodik, dass seine Rhetorik hat dazu geführt, dass seit 2006 bis 2014 seine Partei hat fast 80.000 Stimmen verloren. Das ist Ergebnis seiner Politik. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist Bosnien verloren. Danke. Genau, also dann Tobias. Ja, danke, das ganz kurz mit der Normalisierung nochmal, damit fange ich mal an. Das war natürlich provokativ gemeint und es ist in der Tat auch gemeint, wie Nicola das gerade gesagt hat, wenn wir nach Bosnien schauen, das sagen wir auch in dem Buch, sehen wir vielleicht auch Themen, die uns in Europa beschäftigen können. Nicht? Dazu gehört aber auch zum Beispiel das Thema, und das geht in die Richtung Auswanderung, wirtschaftliche Integration, eben wirklich dieses große Problem, dass die Europäische Union an ihren Rändern ein Wirtschaftssystem gerade etabliert, das es den Ländern sehr schwierig macht, aufzuschließen, Konvergenz herzustellen, wirtschaftliche Konvergenz herzustellen. Wenn wir uns Bosnien oder den Westbalkan angucken, reden wir auf einen Zeithorizont, um an den Durchschnitt der EU-28 von heute zu kommen, von weit über 20 Jahren. Das heißt, selbst mit den 3%, 4%, selbst bei 6% Wachstum dauert es über 30 Jahre, um auf das heutige Niveau in der EU zu kommen. Und diese Frage der Normalisierung ist nämlich genau die Frage, wie normal ist das Leben, Zusammenleben in der EU und wie linear ist die Entwicklung? Und wir haben alle gedacht, es wäre linear. Beitritt, Reformen, dann geht das alles seinen Weg und dann gibt es auch wirtschaftliche Konvergenz. Wie schwierig die wirtschaftliche Konvergenz ist, ist ganz, ganz entscheidend und ich glaube, das wird das große Thema sein müssen, wie wir Konvergenz besser wiederherstellen in der Europäischen Union, aber auch gleichzeitig Mobilität irgendwie managen. Das wird ja nicht weggehen. Wir müssen uns fest davon ausgehen, dass das ein ganz weiteres Problem sein wird und dann kommt genau die Frage, die Adnan ja auch angeschnitten hat. Also insofern, Normalisierung heißt schon, es gibt so etwas wie ein Mitmachen am europäischen Mainstream. Das Bosnien macht auch mit an dem Grenzsicherungsregime in der Europäischen Union. Die sind integriert in die Grenzagenturen, die sind integriert in polizeiliche Zusammenarbeit, sind auch integriert in europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da passiert viel Normalisierung. Das mag uns vielleicht jetzt persönlich nicht gefallen, die Politikbereiche, aber das ist auch sowas wie eine Normalisierung. Das Zweite ist, was ist mit den anderen? Ich glaube, Nicola hat es ja auch schon angesprochen, es gibt die anderen gab es immer und wird es immer geben und es wird diese Europäische Union, so wie sie heute verfasst, nicht das alleinige Monopol auf eine Zukunftsvision entwickeln können. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Türkei oder Russland weiterhin natürlich auch kulturell eine Rolle spielen können. Es ist hochinteressant, dass wir das im Moment sehr antagonistisch sehen. Ich glaube, wir sollten es versuchen, wirklich wieder als positive Seite zu sehen, wie es ja auch beide Male von Russland und der Türkei vor einigen Jahren gesehen worden ist. Die Türkei war sehr interessiert am Westbalkan als Brücke für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei in der Zukunft. Und Russland war natürlich auch sehr interessiert daran, dass die Europäische Union eine größere Rolle da übernimmt, aus allen möglichen Überlegungen, müssen wir jetzt nicht in Geopolitik einsteigen, aber auch um anderen vielleicht sozusagen mit den Europäern zusammen dort auch wirtschaftlich aktiv zu werden. Beide Narrative funktionieren nicht mehr. Die EU und die Türkei sind
nicht mehr zusammen und man stellt sich gerade nicht sehr viel gemeinsame Zukunft vor. Das heißt, insofern ist der Einfluss der Türkei vielleicht nicht mehr so positiver im Hinblick auf das, was die EU sieht. Und gleichzeitig gibt es natürlich den Konflikt mit Russland, der bekannt ist und der ja auch dazu führt, dass es zu einer Antagonisierung führt und die auch betrieben wird. Und hier sind dann eben auch Fragen wie, was macht Bosnien zum Beispiel im Hinblick auf Anlehnung an EU-Außenpolitik? Bosnien ist eben nicht assoziiert mit der EU auf dem Niveau der Sanktionen und so weiter und so fort. Ich denke halt nur, dass wir dieses Phänomen, dass andere neben der EU, neben Wien, Berlin, London, Paris, anderen, werden weiterhin in der Region eine Rolle spielen. Die Frage ist, ob wir dieses Narrativ vom Antagonismus in den nächsten Jahren wieder in etwas Produktiveres umdrehen können. Leider scheinen mir die Akteure im Moment alle sehr auf Antagonismus zu schauen und auch die Akteure in Bosnien durchaus das sehr bewusst in Kauf zu nehmen, damit Antagonismus zu schüren. Und da ist natürlich diese Erdogan-Veranstaltung, die ja auch Christian Voss eingangs schon zitiert hat, wirklich bedenkenswert und zu diskutieren. Ich lasse es mal da. Ja. Also ich merke gerade, dass in den Antworten auch immer wieder neue Themen aufkommen. Wir haben gar nicht zum Beispiel die Frage der Sicherheit, weil das ist nochmal auch für die EU, die Sicherstellung der Grenzen. Und ich merke, je weiter wir erzählen, desto mehr kommt davon. Deswegen habe ich einen Vorschlag. Wir haben zunächst geplant, dass das mit Abschlussstatements geändert wird, aber da noch Fragen aus dem Publikum waren, würde ich gerne diese Fragen aufgreifen. Und das andere quillt sowieso offensichtlich aus unserem Podiumsdiskutanten hier hervor. Und deswegen muss ich mir gar keine Sorgen machen. Genau. Also es waren noch zwei Fragen, konnte ich zählen vorher. Der Herr im karierten Hemd. Okay, aha, Entschuldigung, die junge Dame. So, hallo, Adela Djulovic, mein Name. Ich hätte speziell an Sie, Herr Moll, eine Frage. Es ist eine gesellschaftliche Frage, definitiv. Vor allem dadurch, dass so viele im Ausland leben, also aus dem ex-jugoslawischen Gebiet, gibt es ja so eine Diaspora. Und die hat immer noch eine sehr starke Verbindung mit der Heimat. Und mittlerweile gibt es ja quasi eine Etablierung von einer post-jugoslawischen Parallelgesellschaft. Und meine Frage wäre jetzt, inwiefern hindert oder fördert diese Parallelgesellschaft die Annäherung an die EU? Tja. Ich warte noch auf die zweite Frage. Ja, hallo. Irmán Kucskucs, mein Name. Ich wollte eigentlich viel mehr einen Kommentar geben, denn als eine Frage. Und zwar würde ich Also erstmal allgemein würde ich bei den zwei Namen, die immer genannt worden sind, Čović und Dodik, fehlt mir halt de facto der Name Izetbegović, denn ich finde, er trägt definitiv nichts Positives bei für die bosnische Politik. Er verhökert das Land für Napel und Nei, um sich halt die Taschen noch weiter vollzustopfen und so weiter und so fort. Und dann würde ich dem Herrn Adnan Čerimagić halt auch widersprechen. Und zwar, soweit ich dich verstanden habe, meintest du, dass in circa 30 Jahren, denkst du, wird dann es schwieriger sein für die Leute aus Bosnien, sich im Ausland zu integrieren? Das sehe ich so nicht, weil ich habe ganz, ganz viele Bekannte und Verwandte und Freunde, die Hals über Kopf Bosnien verlassen, ohne die Sprache zu kennen. Und sich komplett in ungewisse Zukunft begeben, obwohl sie sichere Jobs in Bosnien haben, die relativ gut bezahlt sind. Und wir reden häufig über den Kanton Sarajevo. Kanton Sarajevo ist halt ein Positivbeispiel für Bosnien, aber schauen wir mal nach außerhalb von Kanton Sarajevo. Zum Beispiel, ich komme aus dem mittleren Kanton, aus Jajce, und da ist es halt eine Stadt, die vor dem Krieg 49.000 Einwohner hat, ist jetzt gerade vielleicht mit 15.000 überhaupt, wenn derzeit Einwohnern, und das ist halt alles schwierig so. Und mir fehlt halt auch ein bisschen die Kritik an Europa, weil zum Beispiel die EU weiß sehr wohl, den Braindrain von Bosnien zu nutzen, aber tut halt nichts dagegen, um den Leuten halt also die Chancen dort aufzuzeigen und die irgendwie zu motivieren. Und das, dann noch ein kleiner Kommentar, und zwar würde ich mir auch von der EU halt wünschen, dass man die politische Linke, zum Beispiel ein Verein, die derzeit sehr zersplittert ist, sei es halt Naša Stranka, Demokratska Fronta, die Sozialdemokraten oder und so weiter, da passiert auch von der EU nichts. Also es ist halt für mich, ja, also es fehlt Perspektive.
So. Es gibt noch zwei. Ja, es gibt noch zwei. Also die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht, aber genau. Und danach gibt es dann keine Fragen mehr. Noch Sie. Jonas Kreuse ist mein Name. Mich würde nochmal der Vergleich interessieren, auch zu den anderen Ländern in der Region. Also hier ist ja auch die Frage nach dem Systemfehler. Ich habe gehört, am politischen System oder an der Verfassung, damit hat es gar nicht so viel zu tun, dass eingangs auch gesagt wurde, dass sich Bosnien eher so im unteren Drittel der Westbalkanländer befindet. Ich weiß nicht, woran liegt es denn da? Liegt es an bestimmten Personen? Liegt es daran, dass sie nicht wie Kroatien einen großen Strand haben? Oder warum ist es, oder sind es eigentlich einfach von Anfang an unterschiedliche Voraussetzungen, dass jetzt Kroatien in der EU ist und Bosnien eben nicht? Also was sind da die Hauptgründe? Danke. Genau, und noch eine letzte Frage für heute Abend. In diesem formellen Teil, es gibt noch den informellen Teil mit dem Empfang. Apfelsaftempfang, doch, das ist ja leider kein Wein, aber ja. Toptic, mein Name. Eine kurze Frage zum Brain Drain. Können Sie da noch den kurz kommentieren? Denn das behindert ja jegliche relevanten Veränderungen von unten. Weil die ganzen kompetenten Menschen, egal aus welchen Gebieten, Fächern, wie auch immer, abwandern. Die Parallelgesellschaft. Also ja, ich gehe vielleicht auf die Frage zu der Diaspora und der Parallelgesellschaft ein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich selber den Begriff Parallelgesellschaft nutzen würde. Also ich denke, er wäre ein interessanter Ansatzpunkt für noch eine weitere Diskussion. Reden wir jetzt von einer Parallelgesellschaft innerhalb der EU oder ist das eine Parallelgesellschaft innerhalb von Bosniens, wenn sie im Sommer kommt? Beziehungsweise Parallelgesellschaft hat ja auch einen sehr negativen Beigeschmack. Also erstmal hört sich irgendwie auch nach Geheimbund oder sonst was an. Also insofern habe ich erstmal ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin kein Spezialist von der Diaspora. Ich kann vielleicht nur zwei, drei Beobachtungen teilen, die ich interessant finde, auf das Verhältnis zwischen Diaspora und Bevölkerung innerhalb von Bosnien-Herzegowinas. Und zwar vor allem an einem Beispiel will ich es illustrieren, um auch tatsächlich von Sarajevo mal wegzukommen. Das ist Prijedor und Kozarac. Also Kozarac sind ja über 50.000 Bosniaken vertrieben worden. Davon sind ungefähr 10.000 zurückgekommen, was ja eine sehr hohe Anzahl im Vergleich zu vielen anderen Städten ist in Bosnien-Herzegowina. Und gleichzeitig gibt es aber weiter eine sehr starke Diaspora, vor allem in Skandinavien. Und viele, der zurückgekommen sind nach Kozarac, also was eben eine Stadt innerhalb des Bereichs Prijedor ist. Und das sieht dann so aus, dass diese Stadt tatsächlich im Winter 5.000 Einwohner hat und im Sommer 25.000 Einwohner. Ja, weil tatsächlich die ganze Diaspora aus Skandinavien daherkommt und dann eben für zwei, drei Monate bleibt. Und das Verhältnis, was ich interessant finde, ist, dass das Verhältnis nicht einfach ist zwischen denen, die zurückgekommen sind oder da geblieben sind und denen, die jetzt woanders leben und dann eben für ein paar Monate zurückkommen. Und zwar, ich denke, das hat jetzt nicht unbedingt Auswirkungen, ich weiß nicht, ob das Auswirkungen auf die EU-Annäherung hat, aber das hat Auswirkungen auch auf das innere Leben. Also zum einen ist ja die Diaspora, wissen wir aus wirtschaftlichen Gründen, schon enorm wichtig, also die Geldzuwendungen, die an einzelne Familien kommen. Aber was ich interessant finde, ist zum Beispiel dann ja gewisse Konfliktlinien, die sich zum Beispiel in Prijedor deutlich machen. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Wenn es darum geht, wie verhalte ich mich als Bosniake in Prijedor gegenüber Serben, ja, gegenüber der serbischen Minderheit. Und da, wenn ich mit Kollegen aus Prijedor gesprochen habe, die haben dann das Problem, also Bosniaken, die in Prijedor leben, die sagen, dass eigentlich ihre Freunde und Bekannte aus der Diaspora viel radikalere Vorstellungen haben als sie selbst. Ja? Also wie kannst du denn nur mit dem da noch sprechen, der das und das gemacht hat, während die wieder da sind, natürlich einen viel pragmatischeren Ansatz haben. Die sagen, ja, wir leben hier mit Serben und natürlich reden wir auch mit denen und arbeiten mit denen. Ja? Und das finde ich interessante Konfliktlinien, also dazwischen Diaspora, und das kann man ja oft sehen, dass Diaspora, also nicht nur in dem Falle, oft radikaler ist als Leute vor Ort, weil Leute vor Ort oft pragmatischer sein müssen oder auch sein wollen aus den gegebenen Umständen, weil. Und also das vielleicht nur als eine Illustration. Ich weiß, dass das
deine Frage jetzt nicht beantwortet, aber vielleicht können wir ja um den Apfelsaft nachher da noch weiter reden. Ja, ich glaube, auch der Apfelsaft wird dann einiges klären müssen, weil die Fragen sind natürlich jetzt sehr komplex. Der wird immer trüber, oder? Der ist trüb. Okay, den werden wir dann aufklären, hoffentlich. Ich würde gerne diese Warum-Frage vielleicht einfach nehmen, die anderen Fragen nach hinten stellen. Also die Braindrain-Frage ist natürlich eine sehr schwierige, hat viel mit europäischer Wirtschaftsentwicklung zu tun. Die Frage der Unterstützung von Parteien ist auch eine schwierige. Ich glaube, das Foto in Sofia war ganz interessant, dass bei der Europäischen Volkspartei alle waren, bei Frau Merkel und Co., aber bei den anderen halt kaum jemand. Das heißt, da gibt es auch sowas. Aber die Warum-Frage, warum ist das so schwierig? Und warum ist dieses Land eben auch so schwierig? Das haben wir versucht, eben mit dieser Unfertigkeit des politischen Systems zu sagen. Es ist eben keine Closure da. Wenn man, das ist ein psychologischer Begriff. Ich sage nicht, dass der Krieg nicht zu Ende ist. Natürlich ist der Krieg zu Ende, die Kriegshandlungen sind zu Ende. Es sind auch das, was Nicolas gesagt hat, ist ja auch richtig. Das Leben geht weiter und es gibt Heimatrückkehrer, es gibt Leute, die haben ein Leben woanders gemacht in Europa. Es gibt auch sowas wie Normalität. Aber es ist trotzdem, es bleibt so ein Fragezeichen. Also es ist ja kaum vorstellbar, dass man sozusagen das gesamte Land regelmäßig aus der einen Bezirkshauptstadt immer in Frage stellt. Oder dass, wenn in Kosovo etwas verhandelt wird, was man sagt, da gibt es jetzt einen riesen Gebietstausch in der Region und Frau Merkel hat zugestimmt, dass die Serben Republika Srpska bekommen statt Kosovo und solche Sachen. Also dieser Abschluss eines Staatsbildungsprozesses in der Region, der ist nicht da. Und es gibt eben auch einen Zweifel, ob man sich am Ende wirklich auf die EU verlassen kann. Dieser Zweifel war, glaube ich, sehr viel geringer vor 10 Jahren. Ich würde sagen, er ist jetzt etwas höher, dass man sich verlassen kann. Und das führt auch dazu, dass man, solange man kein Grundvertrauen hat, dass die Europäische Union dann wirklich der Arm ist, in dem man dann in die Zukunft gemeinsam gestalten kann. Solange es dieses Grundvertrauen gibt, wird es, glaube ich, auch zwischen den dann doch vom Krieg geprägten politischen Einheiten, ich sage es jetzt mal ein bisschen versimpeln, eben auch nicht zu irgendwelchen größerartigen Kompromissen kommen können. Denn es muss ja ein Mehrwert da sein, dass man sich verändert. Und der Mehrwert, der ist nicht sichtbar, weder ökonomisch, solidarisch durch die EU, wie sie sich gerade darstellt. Wir reden ja über die neue Finanzperspektive. Da wird ja nicht gesagt, dass wir jetzt den Balkan aufbauen und mehr Geld zur Verfügung stellen. Sie ist aber auch nicht da, dass man das Gefühl hat, man wird da gleichberechtigt dabei sein. Es gibt viele Zweifel an, wird man gleichberechtigter Partner sein. Und man sieht natürlich auch, wie die EU gewirkt hat in der Nachbarschaft, sei es von Griechenland, sei es in Kroatien, dass dieser Prozess vielleicht dann doch nicht so läuft, wie man sich das alles vorstellt. Insofern ist das, warum es so schwierig ist, hängt, denke ich mal, natürlich mit dem Krieg zusammen, der ja ganz klar ist und in großen Teilen auch noch nicht vollständig bearbeitet ist. Wir können all diese Begriffe nehmen, aber eben auch damit, dass das neue Vertrauen, dass dieser Weg in die Europäische Union hin wirklich auch vorheraussehbar ist und mit bestimmten Verbesserungen einhergeht, dass das auch nicht da ist. Ja, okay. Wie ist das mit Auswanderung? Wie ist das mit Leuten, die Bosnien oder Westbalkanländern verlassen? Wir sind nicht sicher, wie viele Leute auswandern. Wir haben keine konkrete Daten darüber. Wir wissen nicht, was für Ausbildung die haben. Es ist nur, was wir wissen. Entweder ist das ein Anwalt oder ich habe das studiert. Wir kennen einen Arzt oder was immer. Wir kennen Leute, die als Pflegekraft hier oder Kraftfahrer sind. Das ist nur Geschichte. Wir wissen nicht, wie gut die Ausbildung. Wir sind nicht sicher. Und wir sind nicht sicher, wie ändert sich die Bildung in Bosnien derzeit. Ist das schlecht? Es geht nicht um Sprache. Ich bin auch mit 18 nach Österreich gegangen und ich könnte Deutsch überhaupt nicht. Und dann habe ich es gelernt, habe studiert und geschafft. Es geht nicht um Sprache. Es geht darum, dass ich so eine Ausbildung gehabt habe, dass ich den Buch nehme, lese und lerne. Und ich gebe nur Stichwort Digitalisierung. Auch wenn es um Kraftfahrer geht, Digitalisierung ist mehr und mehr wichtig geworden. Die Frage ist, wie viel Ausbildung in Bosnien in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich da, also mit Sachen wie solche beschäftigen. Ob die Leute, die dort in Schule gehen, dann am Ende
so ausgebildet sind, auf diesem Niveau, dass die, wenn die nach Deutschland oder Österreich kommen, dass die dann schaffen, einfach gut ins Jobmarkt integriert zu sein. Und wie viele Leute davon? Was wir wissen über die Auswanderung ist, dass wir können es nicht stoppen. Es wird weitergehen. Wir sehen das in Bulgarien, in Kroatien, auch in Estland, wo die Lage ist sehr gut. Ein Sechstel von Leuten, es gibt ein Sechstel weniger Population, Bevölkerung als vor zehn Jahren in Estland. Das heißt, es wird passieren. Was wir wissen auch ist, dass so ein Prozess wir können besser verwalten. Das heißt, mit Politik, mit besserer Politik, mit der Bildungspolitik etc. etc. Wir können schaffen, dass Leute, die aus Bosnien nach Deutschland kommen, bessere Jobs haben, mehr verdienen, wenn die in Deutschland sind und sowas. Und das ist irgendwie, wo wir schauen müssen und unser Ziel sein muss. Ich wollte auch was sagen zum Vergleich mit anderen Ländern. Montenegro und Bosnien in 2006 waren nur zwei Wochen, wenn es um EU-Erweiterungsprozess waren. Montenegro war nur zwei Wochen vor Bosnien. Heute Montenegro verhandelt, ist Kandidat, ist Frontrunner, Bosnien ist unten. Montenegro hat es geschafft, die Voraussetzungen zu erfüllen, Bosnien-Herzegowina hat es nicht geschafft. Aber wenn man mit Leuten in Montenegro spricht und in Bosnien, die Antwort ist gleich. Die Lage ist nicht so drastisch besser geworden, dass die Leute in Montenegro dann auch dort bleiben. Und das ist irgendwas, worüber wir müssen sprechen. Und letzter Satz, und damit bin ich am Ende. Wenn es um Russland und der Türkei geht, bitte schaut nach EUFOR. Das ist eine Militärpräsenz von EU. Dort leistet Türkei sehr großen Beitrag mit Militär. Und zweite Frage, jeden November muss Russland in UNO-Sicherheitsrat zustimmen, dass diese EUFOR-Mission weitergeht. Wenn man Sanktionen aus Bosnien zu Russland macht, dann wie kann man erwarten, dass dann im November im UNO-Sicherheitsrat die Russen zustimmen? Für was eigentlich für Bosnien in Interesse ist, dass Militärpräsenz dort wird. Danke. So. Ja, die schon besagte Veranstaltung hier in dem Haus vor wenigen Tagen, also ging es um die Zukunft Europäischer Union. Und ich habe mir da, weil ich das sehr gut fand, was dort gesagt wurde, habe ich mir Notizen gemacht hier auf meinem Handy. Und ich werde das auch für Sie vorlesen, weil vielleicht kommt es Ihnen bekannt vor. Mir ist es dann später sehr bekannt worden. So, Markt betreibt oder schafft keine politische Integration. Sprache spielt große Rolle. Macht liegt in den Hauptstädten. Narrative, kollektive Erfahrungen und Traumata, die können nicht neu erfunden werden. Was wir brauchen, ist Integration der Bürger, Integration, Investitionen, Innovationen, die man in Jobs transformieren kann, die Integration, die von unten geht und so weiter und so fort. Also die Fragen, vor der heute die EU steht, vor diesen genau denselben Fragen und mit den gleichen Ansätzen steht Bosnien-Herzegowina. Wir hoffen, dass es beide besser machen oder dass sie beide eine sehr helle und schöne Zukunft haben und wir auch in ihnen zusammen. Vielen Dank. Also Systemfehler, Fragezeichen. Und Wissenschaftler geben irgendwie ungern Antworten. Ich bin naiver. Ich sage, anstatt Fragezeichen gehört hier ein Ausrufezeichen. Ich halte das für ein absolutes Systemfehler. Und es ist nicht so, dass die Leute dort inkompetent sind, sondern egal, wie stark man sich bemüht, es ist wirklich schwierig, unter diesen Voraussetzungen etwas Konstruktives zu machen. Hier waren einige Ansätze und möge das Gespräch weitergehen. Ich hoffe, Sie haben Freude gehabt, uns zuzuhören. Ich fand das sehr aufschlussreich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke sehr. Applaus